meine Damen und Herren, liebe Weinstädter. Zunächst mal, wir sind total überwältigt über Ihr herausragendes kommunalpolitisches Interesse. Leider können wir nicht mehr Stühle aufstellen. Das ist nicht möglich hier aus sicherheitstechnischen Gründen, sodass Sie leider, ja, dass wir uns jetzt irgendwie so halt durchwursteln müssen. Es tut mir leid, aber ich hoffe, es ist einigermaßen erträglich für Sie. Ja, Weinstadt wählt am 9. Oktober einen neuen Oberbürgermeister und wir wollen den Bewerbern heute noch etwas auf den Zahn fühlen, persönlich und inhaltlich. Themen und Baustellen gibt es viele, schließlich entwickelt sich eine Stadt ständig fort. Das haben auch die Fragen unserer Leser gezeigt, die sie uns geschickt haben und die auch in den heutigen Abend eingeflossen sind. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir nicht alle Ihre Fragen aufnehmen konnten. Aber Sie werden nachher noch die Gelegenheit haben, die Fragen, die nicht zur Sprache kamen, den Kandidaten direkt zu stellen. Mein Name ist Jutta Pöschko-Kopp. Ich bin die Leiterin der Lokalredaktion Waiblingen und ich werde diese Veranstaltung heute Abend moderieren. Sie, meine Damen und Herren, wählen in wenigen Tagen Ihr neues Stadtoberhaupt und besetzen damit den wichtigsten Posten in der Stadt überhaupt. Der Oberbürgermeister bestimmt maßgeblich über Ihr Lebensumfeld und sollte deshalb schon ein paar Visionen mitbringen, meinen wir. Er ist Chef einer Verwaltung mit immerhin fast 540 Mitarbeitern und Vorsitzender eines bekanntermaßen nicht ganz einfachen Gemeinderats. Und er bestimmt entscheidend darüber, wie sich die Stadt nach innen und nach außen präsentiert. Kurz und gut, eine anspruchsvolle Stelle haben Sie dazu vergeben. Und Sie haben die Wahl zwischen Michael Scharmann, Helga Rohmann und Alexander Bauer. Guten Abend, ich begrüße Sie auf dem Podium. Danke, dass Sie da sind. Ja, vielen Dank. Meine Damen und Herren, für den heutigen Abend ein paar Regeln. Zunächst werde ich den drei Kandidaten ein paar Fragen stellen zu ihrer Person und zu ihren Vorstellungen zu Weinstadt. Ich bitte die drei Kandidaten, kurz und präzise zu antworten. Und da sie alle drei noch keine Berufspolitiker sind, gehe ich auch davon aus, dass das ganz gut klappt und keiner von ihnen ausschweifend um den heißen Brei herumredet. Wenn doch, erlaube ich mir, sie darauf hinzuweisen. Die Reihenfolge, in der die Kandidaten antworten, wechselt von Frage zu Frage. Danach sind Sie dran, meine Damen und Herren. Sie haben Zeit und Gelegenheit, Ihren Kandidaten die Fragen zu stellen, die Ihnen unter den Nägeln brennen. Dazu habe ich zwei Helfer. Das sind meine Kollegen Liviana Jansen, die ist da drüben irgendwo. Ich sehe sie gerade nicht, einfach da drüben winkt sie. Und Sebastian Striebig. Die beiden haben jeweils ein Mikro für Sie. Wenn Sie nachher eine Frage haben, dann bitte ich Sie, geben Sie uns kurz ein Zeichen und gehen dann an den Rand Ihrer Sitzreihe. Auch hier gilt natürlich, meine Damen und Herren, bitte halten Sie sich möglichst kurz und keine ganz so langen Statements, damit heute auch möglichst viele Fragen gestellt werden können. Zunächst aber haben unsere drei Kandidaten die Gelegenheit, sich nochmals vorzustellen. Im Vorfeld haben wir vereinbart, dass Sie dafür rund 2 Minuten Zeit haben. Wir machen das in alphabetischer Reihenfolge und beginnen deshalb mit Alexander Bauer. Bitte schön, Herr Bauer. Ja, guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren. Um am Sonntag Ihr Kreuz beim Richtigen oder der Richtigen machen zu können, müssen Sie wissen, was muss ein Oberbürgermeister überhaupt können. Ich habe da eine klare Vorstellung. Sie wählen einen Oberbürgermeister, keinen Obersachbearbeiter. Ein Oberbürgermeister muss nicht alle Paragraphen und Vorschriften auswendig kennen. Dafür gibt es ein gutes, gut ausgebildetes Team im Rathaus. Ein Oberbürgermeister muss eine klare Vorstellung davon haben, wie Weinstadt sich entwickeln soll. Er muss die Mitarbeiter führen und motivieren können. Er muss im Gemeinderat Mehrheiten finden. Und er muss wissen, was die Menschen bewegt, was ihre Sorgen und Bedürfnisse sind. Deshalb muss er offen sein, zuhören können und vor Ort präsent sein. Ansprechbar und tolerant, auch bereit für Kritik. Und er muss verlässlich sein, nicht nur reden, sondern handeln und umsetzen,
was er versprochen hat. Ich werde kein Schubladen-OB sein, der viele Pläne und Konzepte entwickelt, die dann in der Schublade landen. Ich will Weinstadt voranbringen. In 24 Jahren in der Landesverwaltung bei der Kriminalpolizei habe ich gelernt, Verantwortung zu übernehmen, komplexe Themen schnell zu erfassen und in vorderster Linie als Repräsentant des Staates weitreichende Entscheidungen zu fällen. Genau dies muss auch ein Oberbürgermeister. Ich sitze seit 2009 im Schweigheimer Gemeinderat und bin Fraktionsvorsitzender. 2014 wurde ich in den Kreistag gewählt. Weinstadt gestalten, die Potenziale dieser wunderschönen Stadt auszuschöpfen, dies ist eine ehrenvolle und fordernde Aufgabe. Eine schönere kann ich mir nicht vorstellen. Sie können jetzt sagen, soll er doch Oberbürgermeister werden, aber warum gerade bei uns? Die Antwort ist denkbar einfach. Ich bin in Weinstadt aufgewachsen, meine Eltern leben in Schrümpfelbach. Weinstadt ist meine Heimatstadt. Für diese Stadt schlägt mein Herz. Dennoch lebe ich zurzeit mit meiner Familie in Schweigheim. Ich bin von hier und komme von außen. Dies ist eine ideale Kombination für einen Oberbürgermeister. So viel zum Anfang und jetzt freue ich mich auf die Diskussion mit Ihnen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Bauer. Frau Hohmann. Auch ich möchte Sie ganz herzlich zur Podiumsdiskussion begrüßen. Mein Name ist Helga Hohmann, ich bin 61 Jahre alt, verheiratet, habe zwei erwachsene Kinder. Von Beruf bin ich Krankenschwester und Diplom-Sozialpädagogin. Die Zeit als Hausfrau habe ich zur Vorbereitung für ein zweites Berufsleben genutzt. In dieser Zeit sind mir immer wieder Herausforderungen begegnet, die meine Biografie so abwechslungsreich macht. Vieles wird abgewiegelt mit dem Argument, es ist kein Geld da. Ich wollte es genau wissen und studierte einige Semester Wirtschaftswissenschaften. Die Medizin verspricht Heilung. In der Gemeindepflege erlebte ich, dass sie das Versprechen dauerhaft nicht heilen kann. Das war Anlass für mich, nach neuen Wegen zu suchen. Ich besuchte die Abendrealschule Telekolleg und studierte Sozialpädagogik. Heute ist die Medizin für mich eine gute Notfallmedizin. Krankheit ist für mich ein pädagogisches Problem. Die Sehnsucht nach Anerkennung und Zugehörigkeit und die Angst vor Fehlern, die unser Bildungssystem seit Generationen auslöst, führt oft zur Überforderung, Stress und Krankheit. Die Angst vor Fehlern blockiert hilfreiche Wege. Vor diesem Hintergrund ist mir eine Jugendarbeit, die an den Ursachen ansetzt, so wichtig. Wenn sich einer mit Suchtmitteln über Wasser halten muss, dann wird es teuer. Vorbeugung verschafft mehr Lebensqualität, auch für die Familien. Unter den Stadtteilen gibt es Konkurrenzdenken. Weinstadt zu stärken heißt für mich, jede Gemeinde hat ihre Tradition. Ihre Wurzeln, ihre Identität. Um den Zusammenschluss so zu gestalten, dass die Stadtteile den Zusammenschluss als Bereicherung und Garant für Lebensqualität erleben können. Da ist die Frage, wie macht man das? Aus der Friedensbewegung kommt die gewaltfreie Kommunikation. Man nimmt die Unzufriedenheit in allen Schattierungen ernst und versucht, nach Lösungen zu suchen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass sie in allen Altersstufen funktioniert, vom Jugendlichen in der Pubertät bis zum unleidlichen Kranken. Sie ist ein Weg, der Umdenken erfordert und Zeit zum Üben. Ich habe eine Coaching-Ausbildung und eine Weiterbildung in der Kommunikation. Als Oberbürgermeisterin würde ich mich für diese Art der Kommunikation einsetzen und die würde ich für mich anwenden und dafür werben. Weil ich finde einfach, ohne gute Beziehungen und ohne Kommunikation ist nichts möglich. Herzlichen Dank. Herr Schaumann. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen heute auf der Podiumsdiskussion
vom Zeitungsverlag Waldingen. Ich freue mich außerordentlich, dass Sie so zahlreich heute erschienen sind und es zeigt mir auch wieder, wie wichtig Ihnen die Wahl zum Oberbürgermeister ist und welchen Stellenwert es für Weinstadt hat. Da wir nur 2 Minuten Zeit haben, uns vorzustellen und das ein ziemlicher Zeitdruck ist, mache ich jetzt schnell. Mein Name ist Michael Schaumann, das ist bekannt, ich bin 42 Jahre alt. Ich habe vor langer Zeit bei der Stadt Weinstadt, beim Landratsamt Waiblingen und an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung in Ludwigsburg mein Studium zum Diplom-Verwaltungswirt gemacht. Dabei muss man wissen, 70% aller Bürgermeisterinnen und Bürgermeister in Baden-Württemberg haben genau diese Ausbildung. Anschließend oder darüber hinaus habe ich im Jahr 2011 an der Führungsakademie von Baden-Württemberg den Aufstieg in den höheren Verwaltungsdienst gemacht. Daneben war ich noch Personalratsvorsitzender im Landtag von Baden-Württemberg und habe seit 2007 ca. 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, für die ich Führungsverantwortung habe. Durch meine langjährige Tätigkeit auch im Landtag habe ich mir ein sehr großes Netzwerk auf Kommunal- und Landesebene zusammengebaut. Und das ist auch sehr, sehr wichtig, zum einen für die interkommunale Zusammenarbeit mit den Kommunen, aber auf der anderen Seite auch, wenn es darum geht, Förderanträge zu stellen etc., ist es immer sehr gut, wenn man auf den Ministerien auch die Leute oder die Gesichter hinter den Personen kennt. Warum sage ich das jetzt alles? Als OB ist man eben auch Leiter der Verwaltung, der Stadtverwaltung. Und wie Sie vorher schon gehört haben, die Stadtverwaltung in Weinstadt hat ca. 540 Mitarbeiter. Und da ist es für mich unabdingbar, dass man die entsprechenden Erfahrungen hat, was Personalführung anbelangt und was Inhalte anbelangt, was die Verwaltungsführung anbelangt. Und deswegen denke ich, dass ich der geeignete Mann dafür bin. Ich habe jetzt schon über 23 Jahre Erfahrung in der kommunalen Landesverwaltung und bin ein sehr, sehr motivierter und engagierter Mensch. Alle Inhalte, um die es geht, die Fragen, die Sie bewegen, die Visionen, die, denke ich, werden wir jetzt gleich in dem Frage- und Antwortspiel hören. Und deswegen freue ich mich jetzt auf alle Ihre Fragen und ich hoffe, dass Sie auch mit den Antworten von uns Kandidaten zufrieden sind. Danke. Vielen Dank. Sie kommen nicht nur aus ganz unterschiedlichen Berufen, Sie bringen auch ganz unterschiedlich viel Erfahrung aus der Kommunalpolitik mit. Frau Hohmann hat 2009 für den Kleinhebacher Ortschaftsrat kandidiert, allerdings vergeblich. Herr Bauer sitzt 2009 für die SPD im Schweigheimer Gemeinderat und seit 2014 ist er Kreisrat für die SPD. Herr Schaumann ist seit 2 Jahren für die Freien Wähler Mitglied im Weinstädter Gemeinderat. Herr Schaumann, fangen wir mit Ihnen an. Ist das ein Vorteil oder müssen Sie sich da nicht erst ganz schön freistrampeln? Und gleich anschließend die Frage einer Schülerin aus der Realschule, die will wissen, haben Sie keine Angst, für den Fall, dass Sie gewählt werden, dem Amt nicht gerecht zu werden? Also, zum Ersten, natürlich sehe ich das als sehr, sehr großen Vorteil, bereits Gemeinderat in Weinstadt zu sein. Es ist jetzt eine überschaubare Zeit von 2,5 Jahren. In dieser Zeit habe ich sehr, sehr, sehr viel auch mitbekommen, nicht nur von der Verwaltungsseite, sondern jetzt auch von der kommunalpolitischen Seite. Wie werden Entscheidungen in Weinstadt gefällt? Was läuft dort gut? Was läuft schlecht? Wie kommt es bei den Bürgerinnen und Bürgern an? Und deswegen denke ich, die Erfahrung, die ich hier gesammelt habe, und das war auch für mich ein Antrieb, zu sagen, ja, ich möchte dieses Amt ausüben, weil ich einfach so viel Potenzial in Weinstadt sehe und das dann eben auch verwirklichen möchte. Und nein, Angst habe ich natürlich keine, sonst hätte ich mich natürlich nicht beworben. Es gab schon viele Male in meinem Leben oder in meiner Karriere Zeiten, als ich auf einer Sachbearbeiterebene war und dann mit den Leuten zum Beispiel auch per Du war und so weiter und habe mich immer weiter hochgearbeitet und habe ja, wie gesagt, mittlerweile 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und genau dasselbe sehe ich auch in einem Gemeinderat. Wie Sie gesagt haben, vielleicht nicht ein einfacher Gemeinderat, aber ein Gemeinderat, bei dem man trotzdem respektvoll miteinander umgeht. Und ich denke, das Wichtigste ist, sich den Respekt zu verdienen durch harte Arbeit und dann eine schöne Richtung vorzugeben, eine gute Richtung vorzugeben für Weinstadt. Und ich bin mir sicher, da zieht auch der ganze Gemeinderat mit. Vielen Dank. Herr Bauer, hilft Ihnen der Blick von außen oder wie denken Sie sich's? Ja, natürlich ist es ein wertvoller Erfahrungsschatz, seit 2009 im Gemeinderat zu sitzen und auch als Fraktionsvorsitzender, weil man da nochmal eine ganz andere Ebene hat.
Als Fraktionsvorsitzender muss ich das Ganze mitdenken. Es ist nicht nur so, dass ich im einen oder im anderen drin bin, sondern man muss einfach das von A bis Z, muss man das einfach dann haben. Und ich habe da auch den Ehrgeiz, dass ich auf Augenhöhe des Bürgermeisters dann auch hier die Verhandlungen führen möchte und natürlich auch im Gemeinderat gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern auch die Positionen darzustellen. Das ist oft nicht einfach im Gemeinderat. Wir haben ja öfters das Problem im Gemeinderat, dass ja auch aus Sicht des Bürgers vieles nicht öffentlich geschieht. Für mich ist es ein großes Anliegen, dass die Gemeindeordnung hier umgesetzt wird und dass der Grundsatz der Öffentlichkeit gilt. Weil das ist auch der Anlass nachher da dafür, dass auch Kritik aufkommt, wenn vieles erstmal, manches ist gut, dass es nicht öffentlich, aber vieles kann man dann auch öffentlich diskutieren und es nimmt vieles an Schärfe und an, wie soll man sagen, fehlende Informationen, wenn man hier diesen Grundsatz beherzigt, dass man das öffentlich macht. Und mein Amt im Kreistag kommt noch mit dazu, hier bin ich auch hauptsächlich im Jugendhilfeausschuss tätig. Auch das ist für mich ein ganz arg wichtiges Thema, dieser Ansatz mit der Jugend. Und vor allem kommt auch noch dazu, der Herr Scharmann hat es vorher auch gesagt, dass man Beziehungen hat, dass man Kontakte hat, wenn man mit einem Problem, mit einer Aufgabe konfrontiert wird. Und es ist für mich das Schöne in der Politik, dass ich mittlerweile an dem Punkt bin, wenn Sie auf mich zukommen, kann ich den Telefonhörer in die Hand nehmen oder ich weiß ganz genau, wen ich kontaktieren kann, um mit Ihnen zusammen dann hier eine Lösung zu finden. Und Angst haben Sie keine? Nein, Angst habe ich keine. Ich habe, wo ich mir überlegt habe, zu kandidieren natürlich, und das ist ein Teil meiner Persönlichkeit, natürlich Menschen um mich herum gefragt, die auch mit Weinstadt gar nichts zu tun haben, aber die mich schon seit vielen Jahren kennen. Und da habe ich die Frage gestellt, was meint ihr, kann ich es oder kann ich es nicht? Weil man kann sich ja oft vorstellen, irgendetwas zu tun, aber ja, so wie man sich selber einschätzt und wie es andere einschätzen, ist ja manchmal so ein bisschen eine Differenz. Und ich bekam dann ganz klar das Signal, du kannst es. Und da habe ich gesagt, ich mache es. Frau Hohmann, können Sie es auch, so ganz ohne Erfahrung? Ja. Und zwar, ich habe viel Erfahrung im ehrenamtlichen Bereich. Während dem Studium war ich begeistert vom Nürtinger Bürgertreff, wie der Hannes Wenzel die Bürger eingebunden hat. Ich habe dann bei ihm studiert und dann in Stuttgart, dem Dreh- und Angelpunkt damals, im Treffpunkt Senior ein Praxissemester gemacht. Und ich bin begeistert, wenn Menschen zusammenarbeiten, was da dabei rauskommt. Und ich habe mir auch die Berufe anguckt von der Gemeinderät, da ist wirklich sämtliches Vertreter, unheimlich viel Kompetenz. Und es macht Spaß, wenn Leute aus so unterschiedlichen Bereichen, wenn die ihr Wissen und ihre Erfahrung einfach in ein Thema geben. Und also deshalb, für mich ist der Gemeinderat nicht schwierig, sondern ich finde es einfach, ja, es ist eine Freude, mit Leuten zu arbeiten, die so unterschiedlich sind. Vielen Dank. Kommen wir zu einem Thema, das derzeit alle Kommunen umtreibt, die Wohnungsnot. Weinstädter suchen Wohnungen, Familien, die nach Weinstadt ziehen wollen, suchen Wohnungen und anerkannte Flüchtlinge brauchen auch Wohnungen. Wie und wo soll das alles realisiert werden, Herr Bauer? Sie haben es richtig gesagt, das ist eine Aufgabe, die nicht bloß in Weinstadt besteht, auch nicht bloß im Brems-Mohr-Kreis besteht. Sie besteht in ganz Deutschland, da haben wir einen enormen Nachholbedarf. Ich würde auch sagen, wir haben die letzten Jahrzehnte dazu wenig gemacht und auch die Situation jetzt noch zusätzlich mit den Flüchtlingen hat es einfach offengelegt. Und wir stehen an dem Punkt, wo wir wirklich ran müssen, etwas zu tun. Auch deswegen, weil das Empfinden der Bevölkerung ganz arg wichtig auch aus meiner Sicht ist. Und da gehört man mit einem Fingerspitzengefühl, muss man da rangehen, dass wir alle hier, die diese Wohnungsnot haben, auch im Bereich sozialer Wohnungsbau, dass wir die Leute, die Menschen versorgen können und dass wir mit Respekt und Würde mit den Menschen umgehen. Ich habe jetzt im Rahmen des Wahlkampfes auch die Möglichkeiten genutzt, habe auch mit privaten Wohnbauträgern gesprochen, mit Banken, mit Unternehmen, eigentlich mit allen Beteiligten, und auch mit Bürgerinnen und Bürgern. Deswegen habe ich das nicht ohne Grund gesagt. Für mich am Anfang, wir müssen uns sehr schnell zusammensetzen, alle Beteiligten. Ich habe den Vorschlag gemacht, einen Wohnbaugipfel hier einzuberufen, dass wir die Beteiligten an einen Tisch bekommen. Ich bekomme die Resonanz, dass zu wenig miteinander gesprochen wird. Es haben viele Probleme in der Antragstellung oder andere Dinge, dass sich das nicht schnell genug realisieren lässt. Auch das ist ein Problem, wo wir lösen müssen.
dass das, was vorhanden ist, auch an Flächen, wo wir bebauen können, dass wir das schnell machen und dass da nicht nur zusätzliche Bremsklötze hier bestehen. Und das muss man entscheiden und das muss relativ zügig jetzt auch gehen, wegen dem einen Wohnbaugipfel. Und dann müssen wir natürlich auch schauen als Stadt, was bringen wir da ein? Weil es muss klar sein, es muss auch dem Gemeinderat zusammen, muss das klar sein, was will die Stadt machen? Bringen wir es ein über Grundstücke? Bringen wir es ein, dass wir günstiger den Wohnraum hergeben? Aus der Sicht raus ist es für mich ganz arg wichtig, dass wir selber diese Flächen entwickeln, dass wir sie selber verkaufen können. Da können wir Kriterien aufstellen. Und da können wir auch sagen, muss aus Weinstadt kommen oder wohnt in Weinstadt, hat Familie, wie viele Kinder. Solche Dinge sind dann möglich, um es auch gestalten zu können. Aber es ist auch wichtig, auch was den sozialen Mietwohnungsbau angeht, dass man das zusammen macht. Ich hoffe auch, dass Bund und Land hier die Versprechen, dass die gehalten werden, dass wir diese Förderprogramme auch bekommen, dass wir hier auch in den sozialen Mietwohnungsbau, dass wir da einsteigen können. Ansonsten ist es natürlich so, dass der Anteil der Stadt, wo man da einbringen muss, eine dementsprechende Größe haben muss. Weil es muss sich letztendlich dann auch rechnen können für diejenigen, wo dann auch bauen. Ob man das mit einem Eigenbetrieb in der Stadt macht oder andere Modelle, das alles müssen wir natürlich beraten miteinander. Ob das eine Möglichkeit ist für die Stadt, von der Größe her und von allem. Aber auf jeden Fall, wir müssen da unheimlich schnell rangehen. Und als erstes sage ich, wir holen alle an einen Tisch und machen sozusagen einen Wohnbaugipfel. Das wäre auch etwas, was Weinstadt gut anstehen würde, wenn wir das anpacken. Dankeschön. Frau Hohmann, sitzen Sie auch auf einem Wohnbaugipfel? Ich finde es wichtig, dass man miteinander spricht und das kann man dann auch Wohnbaugipfel nehmen. Was mir einfach auch, wenn man über Wohnungen spricht, das ist A, möchte ich quasi noch mehr, also Leute, also dass mehr Leute herzieht, oder sind die Wohnungen mehr für die, was quasi hier wohnt, muss man entscheiden. Möchte ich 1000 Leute mehr, wie es schon gesagt wurde, ist im Wahlkampf, und wenn man einfach sagt, die Stadt muss sich quasi entwickeln, oder möchte ich die eigene Jugend, dass die mit Wohnungen versorgt ist. Möchten Sie keine 1000 Leute mehr? Bitte? Möchten Sie keine 1000 Leute mehr? Ich sehe aber einfach die Ressource. Also wir haben unheimlich viel gebaut und wir haben jetzt schon mit dem Klima Probleme. Und gerade es ist auch, die Klimaexperte sagen, Stuttgart 21, also der Gleichstrang, der hat dafür gesorgt, dass es Abkühlung gibt. Und die prophezeit für Stuttgart, also für 2030 mit einem Klima wie in Rom. Und ich sehe das einfach auch, wir brauchen in der Zwischenzeit Hagelnetze, Hagelflieger. Und deshalb, ich bin für Bauer, aber dann landschaftsverträglich. Und da gibt es auch Lösungen, gerade mit der Baubotanik. Und was mich noch anspricht, das ist der Leerstand. Wie geht man mit dem Leerstand um? Wie kann man Menschen dazu bringen, dass sie ihren Wohnraum, der einfach da ist und oft leer steht, wie kann man die dazu bringen, dass sie ihn vermietet? Und da wünsche ich mir einfach, dass es auch einen Austausch zwischen Interessenten und Wohnungsbesitzer gibt, auch Wohngemeinschaften und solche Sachen, um einfach den Druck, was die Bebauung auf die Landschaft macht, um den zu reduzieren. Wie die größte Angst von der Hausbesitzer ist eigentlich, oder von Wohnungsbesitzer, dass sie Leute in Wohnung kriegen, die nicht sorgsam mit ihrer Sache umgehen. Mhm. Vielen Dank, Herr Scharmann. Wie Sie vielleicht alle wissen, ist Weinstadt in der Region Stuttgart als Wohnungsschwerpunkt ausgewiesen. Das heißt, da wir entlang der S-Bahn-Achse leben, sagt die Region Stuttgart, wir sollen uns als Wohnungsschwerpunkt weiterentwickeln, um gerade die Zersiedelung in der Landschaft zu unterbinden und den Straßenbau in kleinere Kommunen und Gemeinden zu unterlassen. Das ist ein ganz großer ökologischer Gesichtspunkt, der da gefahren wird. Wir wissen natürlich auch, Weinstadt ist sehr, sehr beliebt als Wohnungsort. Das ist ja auch schön und das kann uns ja auch mit Stolz erfüllen. Und dadurch haben wir natürlich jetzt auch diese Kontroverse. Auf der einen Seite sind wir dazu verpflichtet, sozialen Wohnungsbau zu machen, weil die Nachfrage einfach riesig ist. Auf der anderen Seite wird der Markt immer sagen, in Weinstadt kostet halt ein Quadratmeter Land so und so viel 100 Euro. Und deswegen muss eine Stadt Weinstadt natürlich zusammen mit Investoren
oder mit Gründung einer Wohnbaugesellschaft schauen, wie können wir auch sozialverträglichen Wohnraum schaffen. Eine große Chance sehe ich jetzt gerade draußen in der Halde 5. Dort können wir das mal wirklich angehen und die unterschiedlichen Formen auch von Wohnraum zur Verfügung stellen. Sei es günstige Wohnungen in einem Mehrfamilienwohnhaus, seien es Einfamilienhäuser, seien es Mehrgenerationenhäuser. Einfach eine Mischform und eine Durchmischung von verschiedenen Wohnformen. Aber da ist die Stadt Rheinstadt tatsächlich gefragt und das müssen wir jetzt auch wirklich sehr, sehr zügig angehen. Okay, vielen Dank. Achso, hier ist noch was. Was nachschieben? Und zwar gerade in Tübingen, da gibt es schon Erfahrungen mit privaten Wohnbaugenossenschaften und die haben den Quadratmeterpreis von Miete zu 7 Euro. Und ich finde einfach, man muss bei solchen Städten gucken, was machen die anderen? Okay, Herr Bauer? Das ist nur eine kleine Ergänzung, wenn es darum geht, auch darüber nachzudenken, jetzt soll man noch Leute von außen reinholen. Für mich steht ganz klar im Vordergrund, wegen dem habe ich das vorher auch gesagt, wenn ich die Kriterien aufstelle, dass auch die Kinder von uns hier eine Möglichkeit haben, hier etwas zu finden. Weil wenn ich Leute von außen reinhole, muss auch klar sein, dann muss ich auch zusätzliche Infrastruktur aufbauen. Jetzt haben zumindest zwei von Ihnen, nämlich der Herr Bauer und Sie, Herr Scharmann, Sie haben im Vorfeld Ihrer Wahl jetzt Innen-vor-Außen-Entwicklung propagiert. Das ist natürlich so ein Schlagwort der letzten 10 Jahre, das ist auf den ersten Blick unheimlich naheliegend. Auf der anderen Seite, ist es nicht auch gut für eine Gemeinschaft, wenn es noch einen Bolzplatz gibt, wenn es noch irgendwo Streuobstwiese dazwischen gibt, nicht nur aus ökologischen Gründen, sondern auch für die Gesellschaft, für die Kinder, von denen wir reden. Herr Scharmann. Ja, das sehe ich so wie Sie. Es gibt auch hier Flächen in Weinstadt, zum Beispiel hier gleich der Bolzplatz, der jetzt hier neben der Halle ist. Das sind Dinge, die man einfach auch im Innenraum bestehen lassen muss, weil es einfach auch den sozialen Kern natürlich auch ausmacht in einer so einer Gemeinde oder Kommune. Und deswegen bedeutet der Innenentwicklung vor Außenentwicklung nicht unbedingt das, dass alle Flächen zugebaut werden müssen, sondern dass man einfach tendenziell erstmal schaut, was haben wir denn überhaupt für Flächen innerhalb von der Stadt Weinstadt auf der Gemarkung, was können wir umsetzen, was macht Sinn. Und wenn wir natürlich auch an größere Zahlen denken oder an größere Baugebiete denken, dann kommen wir natürlich auch ganz schnell an die Grenze mit Innen- vor Außenentwicklung. Wobei ich auch sage, eine Außenentwicklung am Rande des Ortskerns oder am Rande der Gemarkung ist genauso umweltverträglich, wenn diese richtig angegangen wird. Herr Bauer? Ja, die eherne Regel Innen vor Außen steht ja im Regionalplan drin. Das ist jetzt keine Weinstädter Erfindung oder von uns drei hier oben. Und es ist auch gut so, dass es so ist. Wenn ich hier auf der Fläche Nutzungsplan von Weinstadt drauf gucke, mein Sohn hat auch drauf geguckt, da hat er gesagt, Mann, ist hier viel Natur in Weinstadt. Und das, was bebaut ist, ist eigentlich im Verhältnis zur Natur dann doch klein. Und genau das meine ich auch, wenn ich davon spreche, dass die Natur unser Schatz auch hier ist in Weinstadt. Wenn ich mit Leuten von außerhalb spreche, dann sprechen die hier von einer hohen Wohn- und Lebensqualität, die wir in der Weinstadt haben. Und die müssen wir natürlich bewahren. Deswegen sind die Grundstücke auch so teuer. Deswegen ist der Wohnraum auch so teuer, weil so viele Leute von außen reinkommen, weil es hier so schön ist. Und da müssen wir natürlich schauen, auch vorher, wo ich das gesagt habe, wir haben natürlich in der Stadt drin, haben wir natürlich Lücken. Und da, wo die Lücken sind, da müssen wir gucken, wie wir das schnell hier realisieren können, wie wir das planen können, dass das vorangeht. Deswegen erstmal innen gucken und da schauen, was noch da ist und was man schnell auch anpacken kann. Deswegen muss auch die Verwaltung sich da dementsprechend aufstellen, dass man da in der Zusammenarbeit auch mit den Bauträgern und alle Beteiligten, dass man da relativ zügig vorankommt. Und dann haben wir ja im Flächennutzungsplan, haben wir ja noch Wohngebiete ausgewiesen. Es ist nicht mehr so arg viel. Aber das, was wir da haben, das müssen wir gut jetzt planen. Der Herr Scharmann hat es vorher auch gesagt, auch mit der Halde 5 hier. Da müssen wir gucken, was wir da damit machen. Das sind natürlich auch unsere letzten Schätze, wo da stattfindet. Und insgesamt muss man natürlich immer schauen, dass man auch in der Region, auch als Weinstadt, als Oberbürgermeister da dran bleibt, dass wenn sich auch der Regionalplan weiterentwickelt, dass wir da auch mit dabei sind. Und hier sind wir auf der Entwicklungsschiene, zwischen der REM-Schiene, hier zwischen Waiblingen und Schondorf und Weinstadt muss diesen Platz einnehmen. Okay. Frau Hohmann, Innen-vor-Außen-Entwicklung, wie sehen Sie das? Ich kann mich da nur anschließen. Okay, danke schön. Kommen wir zur nächsten Frage, meine Damen und Herren. Das Cabrio ist zu, das Stiftbad schon lange in die Jahre gekommen.
war klar, die Frage kommt, wie halten Sie es mit den Bädern? Braucht Weinstadt ein neues Bad? Frau Hohmann, fangen wir gleich mit Ihnen wieder an. Braucht Weinstadt ein neues Bad? Ich habe mit vielen Leuten gesprochen, die das Cabrio ganz stark vermissen. Manche sind extra herzogen, damit sie jeden Morgen baden können, zum Beispiel im Müllschlägelhaus. Das Cabrio ist ja quasi zugemacht worden, weil es nicht wegen Geld, sondern weil es einfach zwischen den Kommunen Probleme gegeben hat. Und hat mir ein Ding gesagt. Wie meinst du das? Es war eine Rücklage da zum Renovieren und trotzdem ist es zugemacht worden. Es war eine knappe, sehr, sehr knappe Entscheidung. Ja, es war dann ein Bürgerentscheid. Und deswegen müssen auch die Bürger entscheiden und der Gemeinderat, möchten wir neue Bäder und wie macht man es? Und ich möchte gern, dass es einfach einen Bäderplan gibt. Dass die ganze Kommune, dass die zusammensitzt und sagt, wo möchten wir, weil es ist, wenn euer Bad gebaut wird, dann hat die andere Kommune Angst, dass ihr es eventuell zu wenig Zahlen hat und dass es zugemacht wird. Und dieses Problem, das muss man lösen, wenn man neue Bäder möchte oder überhaupt über Bäderkonzept. Also gerade das Cabrio, das hat einen unheimlichen Abmangel. Fast so viel wie ein Stiftsbad, habe ich aus dem Haushaltsplan gesehen. Und deswegen muss man da bald eine Lösung finden. Das Cabrio, Sie möchten, habe ich Sie richtig verstanden, Sie möchten mit anderen Städten darüber diskutieren? Nein, mit den Stadtteilen. Ah, mit den Stadtteilen? Ja, okay. Weil ohne die Stadtteile geht nichts. Das hat ja quasi der Bürgerentscheid sein. Also mit allen Menschen hier in der Stadt? Die, was sich für die Bäder interessiert, okay. Und der Gemeinderat. Vielen Dank. Herr Schaumann? Ja, in der Zeitung kann man lesen, es ertrinken immer mehr Menschen bei Badeunfällen. Das ist mal das Erste. Zum Zweiten steht im Bildungsplan, nach der vierten Klasse sollten Kinder schwimmen können. Jetzt haben wir in Weinstadt die Situation, dass wir ein Stiftsbad haben in Beutelsbach, dem ich jetzt privat oder persönlich 5 Jahre noch geben würde. Dann hat sich die Geschichte auch aus der Bausubstanz heraus erledigt. Dann haben wir in Stümpfelbach ein Bädle, das hervorragend ist, weil Sie müssen sich vorstellen, der Bädlesverein, der dieses Bad unterstützt, macht es kostendeckend. Die Stadt Weinstadt zahlt gerade mal 10.000 Euro im Jahr nach Stümpfelbach an das Bädle, aber nur deswegen, weil dort die Hallenbelegungszeiten der Schule genutzt werden. Dann haben wir noch 2 Freibäder und jetzt geht die Diskussion wieder los. Wann können wir uns ein Hallenbad leisten? Meine erste Aussage ist, ein Hallenbad, das Cabrio war sehr, sehr, sehr gut. Auch ich habe dort schwimmen gelernt früher und es ist ein Alleinstellungsmerkmal mit dem Mineralwasser. Auf der anderen Seite war damals beim Bürgerentscheid das große Problem. 75% der Belegungszeiten, hat es damals geheißen, wären für Sport- und Vereinsunterricht, Schulunterricht und nur 25% wäre für den normalen Betrieb. Und das war ein ganz großer Grund, warum damals viele, viele Leute auch dagegen gestimmt haben. Das zweite Problem war, dass damals gesagt worden ist, wenn wir ein Cabrio bauen wollen, ein neues, oder dann wird gegebenenfalls das Freibad in Strümpfelbach und das Freibad in Beutelsbach geschlossen. Damit hat man die Leute in Weinstadt auseinander dividiert. Und das war ein ganz großer Fehler damals. Deswegen sage ich, auf dem ersten Schritt wäre es meiner Meinung nach richtig, im Bildungszentrum oben ein Sport- und Vereinsbad aufzubauen, das sehr, sehr einfach gehalten ist. Und dort wegen mir 6 Bahnen, 25 Meter und eine Umkleidekabine und mehr nicht. Damit wäre diese Geschichte im Schulschwimmen und Sportschwimmen erledigt. Die wollen auch kein Mineralwasser dort. So, und damit könnte man, wenn man unseren Haushalt wieder in Ordnung bringen oder wenn wir eine gute Idee haben, so wie es auch andere Kommunen auch haben, über die Stadtwerke, über Eigenbetriebe, über Investoren, gegebenenfalls ein Bad mittelfristig wieder zu bauen. Da werde ich Ihnen nichts versprechen, aber das kann natürlich auch ein Ziel sein für Weinstadt, dass wir das irgendwann mal wieder schaffen. Aber nicht, indem wir uns auseinanderdividieren und die Ortsteile gegenseitig wieder hochspielen lassen, ja? Oder auseinanderdividieren. Vielen Dank, Frau Bauer. Der Herr Schaumann sagt, es ist ganz arg wichtig, dass die Stadt sich hier nicht auseinander dividieren lässt, dass wir in die Ortsteile wieder zurückverfallen, dieses Denken. Es ist ganz arg wichtig, dass wir hier als Gesamtstadt nachdenken und dann entscheiden.
Für mich ist es wichtig, und ich höre das aus zahlreichen Gesprächen aus allen Ortsteilen, dass dieser Wunsch da ist nach einem Schwimmbad in Weinstadt. Ich bin auch der festen Überzeugung, dass es der Anspruch dieser großen Kreisstadt ist, hier ein Schwimmbad auf die Füße stellen zu können. Das ist mal der Anspruch und der Wunsch ist da. Und deswegen geht es für mich nur, wenn wir in diese Richtung wollen, damit, dass wir diese Sehnsucht nach einem gemeinsamen Schwimmbad in Weinstadt erst wecken. Und diese Sehnsucht muss ganz groß sein. Und wenn wir das nicht hinkriegen, dann wird es problematisch, dann geht diese ganze Diskussion, die wir hatten in der Vergangenheit, weiter. Deswegen wäre für mich hier ganz arg wichtig ein Bürgerdialog mit einer externen Moderation und dass wir dann hier herausarbeiten, ob wir das wollen oder ob wir das nicht wollen. Und ich denke, dass es der Anspruch sein muss, für Weinstadt eine Lösung zu finden und dass man dann eine Bäderkonzeption auf die Beine stellt. Weil ich schaue in die Zukunft und zwar geht es mir um die nächsten 20, 30, 40 Jahre. Und das bitte ich einfach mitzunehmen und darüber nachzudenken mit unseren Bädern. Wo wollen wir in 20, 30, 40 Jahren sein? Was brauchen wir da dazu? Unsere Kinder müssen schwimmen lernen, das ist das eine. Die Vereine brauchen auch ein Schwimmbad. Aber wir haben auch viele Menschen, viele Seniorinnen und Senioren, die auch ins Schwimmbad gehen wollen. Und dieses Mineralwasser und dieses Thermalwasser, das wir in Endersbach hier vor allem ja unten haben als Schatz, der derzeit nicht gehoben ist, ist für mich etwas, was auch ein Alleinstellungsmerkmal für ein Bad sein könnte, für die Weinstadt, gemeinsam. Und diese Sehnsucht will ich wecken und da denke ich auch, dass wir die ganzen Fragen, die wir in der Vergangenheit da hatten, dass wir die dann auch lösen können und dass mancher dann auch loslassen kann von dem Liebgewonnenen. Ich habe in Strümpfelbach im Freibad auch schwimmen gelernt. Ich weiß, wie toll das Schwimmbad ist. Ich kenne alle Bäder hier in der Weinstadt. Aber denken Sie darüber nach, was ist die nächsten 20, 30, 40 Jahre? Was wollen wir? Wollen wir das gemeinsame Schwimmbad? Diese Sehnsucht würde ich gerne mit Ihnen wecken. Dankeschön. Herr Bauer, Sie sagten gerade, man sollte nicht ins Ortsteildenken zurückverfallen. Jetzt kann man aber auch der Meinung sein, dass wir noch gar nicht so furchtbar weit vom Ortsteildenken entfernt sind. Pläne für eine gemeinsame Grundschule für Beutelsbach und Schneid jedenfalls sind noch letztes Jahr gescheitert. Wie wollen Sie denn dieses Ortsteildenken verändern, Herr Scharmann? Ja, es gibt das. Es gibt natürlich auch schon sehr, sehr gute Ansätze in Weinstadt. Also für mich ein ganz großes Vorbild ist die SG Weinstadt, die es geschafft hat, die Vereine aus Weinstadt zusammenzuführen, zumindest 3 von 5 Ortsteilen und gemeinsam etwas Großes aufzubauen in Weinstadt. Die nächste Tendenz ist da, wir haben das Verlangen aus der Feuerwehr heraus, eine gemeinsame Feuerwehr zu bauen in Bensach drüben, ein Bildungszentrum. Das sind Tendenzen, die ich sehr, sehr gut finde und die auch den Weg vorzeigen. Das muss aus unserer Mitte heraus geschehen, der Wunsch muss aus der Mitte von uns kommen und die Entwicklung wird in diese Richtung gehen. Ganz große Chance sehe ich da für die interkommunale Gartenschau, wenn wir gemeinsame Projekte für Weinstadt machen und die Weinstädter wirklich alle mitnehmen, dann schaffen wir es auch in den nächsten Jahren, das Ortsteildenken etwas herunterzufahren und gemeinsam Weinstädter zu werden. Auf der anderen Seite, ein bisschen Ortsteildenken darf auch sein. Wenn ein Schneider über den Beutelsbacher ein bisschen lästert und ein Strümpfelbacher über den Schneider, dann tut es auch unsere Stärke zeigen. Dann zeigt es auch, wir haben Kultur und Tradition in jedem Ortsteil und es schadet auch nicht. Aber gemeinsam zusammenzuwachsen, mittelfristig, das muss natürlich schon unser Ziel sein. Darf ein bisschen Ortsteildenken sein, Herr Bauer? Ich denke, die Ortsteile haben Tradition, haben viel Selbstbewusstsein. Ich kenne das. Aus meinen ersten 20 Jahren, ich bin ja in Strümpfelbach aufgewachsen, wegen dem habe ich da das Fingerspitzengefühl, was das angeht, dies auszutarieren. Und jetzt bin ich ja wieder zurückgekommen, sozusagen, und habe mir das ja auch über Wochen und Monate, bin ich in der Stadt unterwegs gewesen und habe mir das natürlich angeguckt, habe die Ohren offen gehalten und habe auch mit den Leuten gesprochen. Und es hat sich verbessert aus der Zeit raus, wo ich damals Anfang der 90er dann weg bin, wenn ich jetzt in die Stadt zurückkomme. Es hat sich verbessert. Aber solche Themen natürlich, wie das Schwimmbad, wo sehr kontrovers diskutiert worden ist, haben natürlich wieder die eine oder andere alte Fehde, würde es mal so sagen, dann auch aufgerissen. Und ich denke, wenn wir als Stadt weiterkommen wollen, dann müssen wir natürlich gucken, dass wir das in den Griff kriegen. Für mich, ich hatte vor kurzem ein Gespräch bei der Feuerwehr, ist die Feuerwehr das beste Beispiel, die SG Weinstadt, aber die Feuerwehr
noch ein Stück mehr, weil die es schon früher geschafft haben, zusammenzuwachsen. Und ich habe da immer gehört, wir sind die Feuerwehr Weinstadt. Und das ist auch ein gutes Vorbild hier für die Gesamtstadt, wie man zusammenwachsen kann über die Jahrzehnte. Wir haben jung angefangen, sind über die Ausbildung zusammengewachsen und da gibt es gar keinen Unterschied mehr. Okay. Und die Feuerwehr, die ist da einfach dann eins und nicht fünf. Und für mich ist ganz arg wichtig, auch in den Gesprächen raus, auch in den Ortsteilen, dass jeder Ortsteil hier sein Konzept will, seine Ziele möchte, für seinen Ortsteil die Weiterentwicklung hat. Und wenn da eine Zufriedenheit da ist, so habe ich das mitgenommen, dass man dann auch noch die Stadt weiter zusammenbauen kann. Und wenn ich diese Konzepte für die einzelnen Ortsteile habe und dann noch ein gemeinsames Projekt, wie zum Beispiel dieses Schwimmbad, dann wird es hinbekommen. Dann wäre das eine klasse Sache. Dankeschön. Frau Hohmann, wie sehen Sie das mit den Ortsteilen? Ich habe es vorher schon gesagt. Jeder Gemeinde ihre Tradition, ihre Wurzeln und ihre Identität lassen. Und der Zusammenschluss, der muss als Bereicherung und Garant für Lebensqualität stehen. Ich habe auch bei der Jugendlichen sogar, dass es da noch Gräber gibt. Und ich bin auch dafür, dass es gemeinsame Projekte gibt, aber auch eine andere Kommunikation. Weil das unterschwellig, also naja, der ist eben so, weil er Schneid ist, das tut einfach nicht gut, das rächt sich irgendwann. Und selbst irgendwann, wenn irgendwas kommt, gehen die Gräber auf. Und wie wollen Sie das verändern? Mit einer anderen Kommunikation wünsche ich mir einfach. Mhm. Eine Kommunikation, die wertschätzend ist, die sich an der Stärke orientiert, die quasi Unzufriedenheit einfach ernst nimmt. Okay, vielen Dank. Und nicht einfach übergeht. Mhm. Eine Frage ist seit letztem Donnerstag, beziehungsweise seit wir es in der Zeitung hatten, wahrscheinlich ganz aktuell. Ich fange diesmal direkt bei Frau Hohmann an. Glockenturm, Holzturm oder gar kein Turm? Ja, ja. Bitte schön. Ja. Also ich war bei der Gemeinderatssitzung und dann doch fassungslos. Wie schnell, das ging dort um 1 Million Euro Steuergeld. Wie schnell und ohne große Diskussion und ohne Einbindung von den Bürgern ist darüber entschieden worden. Und ein Projekt, also ich habe Projekt ist total ignoriert worden. Ein Vorschlag, dass man dort auch ein Projekt machen kann mit für Jung und Alt, mit in der Mittelaltermethode. Solche Projekte gibt es schon seit 25 Jahren in Frankreich. Die haben dort unheimliche Besucherandrang. Das finanziert sich, weil es einfach Spaß macht, A, die alte Techniken zu sehen und B, wenn irgendwo was gearbeitet wird, dann möchte man eben gerne zugucken auch. Also gar kein Turm? Bitte? Gar kein Turm? Nee. Also sagen wir so, für 1 Million, also wenn, ich finde, darüber könnte man diskutieren, wenn echt Weinstadt reich wäre. Ja. Aber nicht, wenn man gerade Schulden hat. Dankeschön. Und was mich eher bestört, das ist das Schnäppchen-Denken. Also immer wenn es einen Zuschuss gibt, aber die Zuschüsse, die sind echt, es gibt, also der kostet 1,02 Millionen, dann die Hälfte davon kriegt man vom Land, wenn man Glück hat. Und dann sind noch quasi die Region auch nochmal 140.000 Euro Zuschuss. Und alle drei sind Steuergelder. Und die müssen vom Bürger aufgebracht werden. Dankeschön. Herr Scharmann, Sie waren dagegen. Also Gott sei Dank haben wir es auch in der Zeitung lesen können, dass ich vergeben kann. Was jetzt gar nichts mit dem Turm an sich zu tun hat, sondern mir hat einfach in dem Moment das Fingerspitzengefühl gefehlt, zu sagen, wir hatten schon die Diskussion dort oben mit einem Turm und wir wissen, wie das bei den Weinstädter Bürgerinnen und Bürgern angekommen ist. Und dann hielt ich es für den falschen Weg, wieder eine Turmdiskussion dort oben aufzumachen, da wir ja finanziell nicht gerade auf Rosen gebettet sind. Und ich habe es auch schon in meinem ganzen Wahlkampf gesagt, und das ist auch meine Art zu denken, Weinstadt versteht es, wenn wir sparen müssen. Alle Weinstädter verstehen das.
Nur wo sie es nicht verstehen ist, wenn man dann auf der anderen Seite Geld ausgibt für Dinge, für die man kein Verständnis haben kann. Und deswegen habe ich mich auch da dagegen entschieden. Wobei man mit diesen Zuschüssen natürlich auch mal das auf beiden Seiten sehen muss. Also wir haben dort oben eine Burgruine und diese Burgruine musste eingezäunt werden, weil sie nicht mehr verkehrssicher ist. Und deswegen müssen dort oben Kosten in die Hand genommen werden. Wenn wir die Mauer halten und oben die wieder verkehrssicher begehbar machen wollen, zahlen wir ca. 250.000 Euro. So, jetzt gibt es die zweite Möglichkeit. Deswegen, das war der Vorschlag, für den ich mich ausgesprochen hätte. Für knapp weniger Geld, für 280.000 Euro, hätten wir eine sehr, sehr schöne große Lösung für die Landesgartenschau dort oben bekommen. Mit sämtlichem Pipapo, was man sich eigentlich vorstellen kann, und eine wirklich schöne Lösung mit Gedenkstätte, mit begehbarer Plattform, mit allen möglichen Dingen. So, und das war die, wie gesagt, diese Lösung steht Weinstadt sehr gut an. Aber ohne Glockenturm. Aber ohne Glockenturm. Okay. Aber wie gesagt, es gibt natürlich auch Befürworter, die natürlich auch diese Vision haben, zu sagen, es ist eine weitreichende Landmarke, die über Weinstadt hinaus gesetzt wird. Und das muss man sich natürlich auf der anderen Seite auch wieder überlegen. Vielleicht ist es auch eine Vision, die notwendig ist, um wieder eine Wiederbelebung zu bekommen. Aber wie gesagt, ich halte es so, wenn wir kein Geld haben für wichtige Dinge, dann sollten wir auch bei den unwichtigen Dingen sparen. Ist es auch eine Vision für Sie, Herr Bauer? Jetzt bin ich ja auch in diesem Vorteil, dass ich von außen komme und ich habe das natürlich auch die letzten Monate dann auch dementsprechend verfolgt, diese Diskussion über diesen Turm. Und ich sage es vorneweg, ich brauche diesen Turm nicht. Weil ich kann jetzt gerade im Moment auch nicht verstehen, wenn ich diesen Turm angucke, so wie es in der Zeitung abgebildet war, andere Originalzeichnungen kenne ich jetzt nicht, frage ich mich, wo ist jetzt eigentlich der wesentliche Unterschied zwischen dem einen und dem anderen, außer dass er halt schmäler ist und ein bisschen schlanker ist, das Ganze. Aber ansonsten dürfte es ja eigentlich die gleiche Diskussion sein. Auf der anderen Seite sehe ich natürlich, dass wir da oben einen markanten und geschichtsträchtigen Ort haben und das sollten wir natürlich bewahren. Und deswegen ist diese Variante, dass man es ohne Turm hier saniert bzw. dann auch sichert, ist der richtige Weg. Weil ich möchte bei so einer Sanierung und einer Entwicklung von so einem Gelände es so haben, dass es nachher mit Leben zu füllen ist. Ich kann mir da sehr gut vorstellen, da oben, dass da Gottesdienste gefeiert werden oder andere Feste feiern. Es muss leben. Wenn ich irgendetwas für die Zukunft fertig mache, wenn ich saniere, es muss dann leben können. Und wenn wir im Moment diese Zuschüsse bekommen sollten, was ja auch noch gar nicht ganz sicher ist, ist auch nicht sicher, ob man es dann auch realisieren kann bis zur Remstal-Gartenschau. Das Ganze müssen wir natürlich da jetzt sehr gut drauf schauen, die Planung sehr gut machen und ich hoffe, dass dann auch die Verwaltung, wenn sie jetzt sozusagen diesen zusätzlichen Auftrag bekommt, dass sie das dann auch schultern kann, auch personell. Weil wenn man das so ein bisschen beobachtet, die Remstal-Gartenschau, es sind nur noch 2 Jahre, wo wir zur Verfügung haben. Hier muss man relativ schnell planen jetzt und entscheiden und dann umsetzen, dass wir nachher nicht diejenigen sind im Remstal, die da sozusagen von hinten ein bisschen gucken müssen und die anderen sind dann vorne draußen und in ihre Sache fertig. Das ist mir ganz arg wichtig, dass wir uns auch jetzt nicht verzetteln. Bitte fangen Sie keine neue Diskussion jetzt wieder an um diesen Turm. Wir müssen die Projekte durchkriegen, wir müssen das miteinander realisieren, wir müssen miteinander sprechen. Deswegen wäre für mich auch der erste Ansatz nochmal, mit den Bürgern zu sprechen über dieses Projekt, auch mit dem Gemeinderat zu sprechen. Und dann muss klar sein, kommen die Zuschüsse oder kommen sie nicht, das müssen wir auch relativ schnell dann festmachen. Aber Sie wollen keine neue Diskussion? Ich. Haben Sie gerade gesagt, nein. Sie wollen jetzt keine neue Diskussion? Nein, ich habe es gesagt, meine Version ist die, dass wir dieses Gelände sanieren und sichern, dass wir da zukünftig Feste, Gottesdienste, dass wir das nutzen können für die Gesellschaft, für unsere Aktivität, das muss mit Leben gefüllt und werden. Ohne Turm. Und diesen Turm brauche ich nicht. Okay, wunderbar, vielen Dank. Ich sage Ihnen jetzt ein paar Stichworte und ich bitte Sie, ganz kurz in 2 oder 3 Sätzen Stellung zu beziehen. Und das machen wir einfach der Reihe nach. Wir fangen jetzt an bei Herrn Scharmann und ich sage Ihnen das Thema Integration. Integration ist heute ein ganz, ganz wichtiges Thema für uns. Nicht nur Integration von
der Anschlussunterbringung von Flüchtlingen, sondern auch Integration von Menschen mit Behinderung, von allen möglichen Menschengruppen. Und wir müssen als Stadtverwaltung dafür sorgen, dass wir Integration vorantreiben und Projekte, die Integration fördern, auch entsprechend unterstützen. Super, mit vielen Kommas, aber das Glück ist halt noch gegolten. Frau Hohmann, Integration. Integration ist ein wichtiges Thema. Meine Sorge ist, dass wenn man weiterhin immer alles auf Konkurrenz aufbaut, dass dann keine Integration gelingen kann. Vielen Dank, Frau Bauer. Integration ist für mich die größte Herausforderung unserer Gesellschaft. Schön, schöner Satz. Sehr schön, Bühl, Frau Hohmann. Ist eine Chance, was zu gestalten. Die Frage ist, was? Und sie hat auch einen Besitzer. Und den muss man einfach dazu gehört haben. Okay. Herr Bauer? Und die Bevölkerung. Bauer? Der Schönbühl ist für mich ein Juwel. Niemand anders hat so ein Juwel vor der Haustüre. Wir müssen die Unterbringung oben mit Respekt und Würde müssen wir zu Ende bringen. Und dann müssen wir frühzeitig mit dem Herrn Barth sprechen und das gemeinsam entwickeln. Herr Schaumann. Ja, der Schönbühl ist ein ganz wichtiges Thema für Weinstadt und auch sicherlich ein großes Projekt für die Zukunft und das müssen wir gemeinsam entwickeln. Super. Wirtschaftsförderung, Herr Bauer. Man sagt immer so schön, Wirtschaftsförderung ist Chefsache. Ich sehe das so, für die Wirtschaft unserer Unternehmen stets ein offenes Ohr zu haben und ansprechbar zu sein. Und ich habe auch mitgenommen aus den Gesprächen mit Unternehmern, dass es wichtig ist, dass Investitionen, wenn sie getätigt werden wollen, einfach schnell vorangehen müssen. Und da werde ich alles dafür tun. Wirtschaftsförderung, Herr Schaumann. Wirtschaftsförderung muss in Weinstadt ganz deutlich ausgebaut und gesteigert werden. Frau Hohmann. Ja, also für die Wirtschaft ein offenes Ohr. Man muss aber auch gucken, die möchte man nur immer Wirtschaft anlocken. Und wenn man Wirtschaft anlockt, lockt man auch solche an, die Steuern zahlen. Und was mir ganz wichtig ist, das ist eine Jugendförderung. Die Jugendförderung ist eine Wirtschaftsförderung für die Zukunft. Ob ich da quasi meine Jugendlichen nur auf den Arbeitsplatz hin erziehe oder aber, ob sie Tüftler, Erfinder, Ideenreichtum entwickeln dürfen. Dankeschön. Tempo 100 auf der B29. Mal schauen. Als freier Wähler natürlich ein ganz schweres Thema, aber ich finde, man sollte in der interkommunalen Zusammenarbeit auch mal über seinen Schatten springen und ja, zu Tempo 100 auf der Schnellstraße sagen. Warum? Ich habe mit einem Bürger gesprochen, der arbeitet also am Neckar und da ist die Bundesstraße auch begrenzt worden. Er hat gesagt, er konnte sich nicht vorstellen, dass das so eine Lärmreduzierung ist. Und Lärm, das ist hier echt ein Problem im Tal. Stimmt, Herr Bauer. Auch da habe ich den großen Vorteil. Ich bin nicht in Entscheidungen aus der Vergangenheit dahinter gebunden und deswegen sage ich ganz klar, vor allem auch für die Großebäcker und für die Endersbäcker, hier auch die Beutelsbäcker, wir brauchen das Tempo 100 auf der Bundesstraße und gleiches gilt auch, dass wir darüber nachdenken, mit der Gesamtverkehrskonzeption die eine oder andere Straße von 50 auf 30 runter zu holen. Das habe ich ganz klar mitgenommen. Und mein Kollege hat es auch ganz klar mitgenommen und wir werden Sie daran messen. Ich wäre auch immer von Ihnen Oberbürgermeister, wir werden gucken, was dann aus Tempo 100 wird. So, meine Damen und Herren, jetzt sind Sie an der Reihe. Bitte nennen Sie Ihren Namen und sagen Sie auch, an wen Ihre Frage gerichtet ist. Wobei es dann auch den beiden anderen Kandidaten freisteht, kurz Stellung zu nehmen. Ich habe schon gesagt, meine beiden Kollegen, die sind links und rechts mit dem Mikro bereit. Und jetzt ringfrei für Ihre Fragen. Wer will anfangen? Hallo. Guten Tag. Hier ist jemand? Ich habe hier auch schon einen. Oh, pardon. Ja, dann gebe ich Sie doch gleich danach. Der Herr Silbernagel darf danach. Ihren Namen bitte ganz kurz. Mein Name ist Kühnle und ich wollte direkt die Frau Hohmann ansprechen. Die war in der beziehungsweise alle drei Kandidaten waren in der Realschule. Meine Tochter hat mir viel erzählt, das was mich sehr entsetzt hat. Die Frau Hohmann hat empfohlen, die 14- bis 17-Jährigen sollten doch trennen. Ich möchte gerne wissen, warum. Ja. Also ich habe mit Frau Kimmich, Frau Kimmich hat zu mir gesagt, dass sie das so verstanden wurde. Ich war entsetzt.
Und ich habe der Frau Kimmich, habe ich dann auch eine Mail geschrieben, dass ich mir wünsche, und dass das nicht rübergekommen ist, dass ich mir quasi eine App wünsche, wo man einfach Sachen mitbringen, dass man mitfahren und mitnehmen kann auf eine sichere Weise. Weil ich weiß ganz genau, Trempe ist gefährlich und Trempe wird trotzdem gemacht. Und für mich ist es wichtig, dass es eine sichere Möglichkeit von A nach B gibt. Und da wünsche ich mir so eine App. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass im EDV-Unterricht oder irgendwo, ich habe von einem Bürger gehört, dass es schon solche Systeme in Entwicklung sind, dass man sowas macht. Und das war meine Intention, dass es Sicheres von A nach B gibt und nicht trennbar. Herr Bauer, gleich dazu. Ja, so habe ich die Frau Roman auch verstanden. Sie hat bloß das Beispiel aus der Vergangenheit geholt gehabt. Da habe ich mich natürlich auch an die Zeit erinnert, wo ich selber auch dran gestanden bin und getrennt habe, weil einfach die Verkehrsverbindungen schon zur damaligen Zeit nicht gut waren. Und als Polizist muss ich auch ganz klar sagen, und das hat die Frau Roman bestimmt auch so gemeint hier, dass das keine Lösung ist für unsere Kinder, dass sie trampen. Und Gott sei Dank sieht man das so gut wie gar nicht. Das ist ganz klar zu sagen, die Sicherheit geht vor. Okay, danke schön. Jetzt hätten wir das ausgeräumt. Hey. Hier habe ich den nächsten Frager. Ihren Namen bitte. Mein Name ist Matthias Wünsche, ich wohne hier in Weinstadt. Ich habe an Herrn Bauer eine Frage. Und zwar geht es darum, ich suche seit 4 Jahren oder 5 Jahren schon eine Wohnung. Ich bin Rollstuhlfahrer, war auch schon beim Herrn Oswald. Und der hat auch gesagt, ja, guck dir mal, aber es hat sich leider nichts getan. Jetzt wird er da oben bei Schwarzen Peter eventuell neu gebaut. Inwieweit können Sie konkret sagen, dass auch Rollstuhlfahrer eine Chance haben, dort Wohnungen zu bekommen, weil wenn ein Investor eine Wohnung baut, dann will er eine Rendite haben. Und die Rendite ist dann so hoch, die macht die Miete dann wieder so hoch, dass man sie selber nicht mehr bezahlen kann. Und dann zahlt dann aber auf dem Umweg dann die Stadt Weinstadt wieder Wohngeld. Also das kann ja nicht der Sinn der Sache sein. Und es gibt genügend alte Leute, die auch größeren Wohnraum frei machen würden, wenn sie eine kleinere Wohnung kriegen würden. Danke. Das war an Herrn Bauer, richtig? Ja, so habe ich es. Ja, genau, ich habe es nicht mehr genommen. So habe ich es aufgenommen. Ja. Nicht ohne Grund habe ich das vorher dann auch so gesagt, dass es für mich ganz arg wichtig ist, da wo es geht. Und es muss immer das Ziel sein, dann auch von der Stadt Wohnflächen dann auch aufzukaufen. Da möchte ich auch appellieren an alle Eigentümer hier in Weinstadt, wenn die Stadt solche Dinge realisieren möchte, dass sie bitte dann auch die Grundstücke verkaufen. Das ist natürlich auch eine große Schwierigkeit, aber dass wir da zusammenhängende Flächen bekommen. Und dann kann man das natürlich auch entwickeln und realisieren, auch in der Zusammenarbeit mit Projektbeteiligten, also mit Wohnbauträgern. Das sind die Möglichkeiten, wo wir haben. Und wenn wir natürlich zusammenhängend so ein Projekt haben wie die Halle 5, dann kann man natürlich auch seniorengerechtes Wohnen, behindertengerechtes Wohnen, solche Projekte kann man natürlich dann auch fördern. Und das würde ich natürlich dann so anpacken wollen. Und deswegen habe ich das vorher so gesagt. Wir brauchen hier einen Wohnbaugipfel, wo die Beteiligten an einem Tisch sitzen. Wir müssen miteinander kommunizieren und dann muss das auch dementsprechend eingespeist werden, dass wir in die Richtung kommen, dass wir diesen Wohnbedarf dann auch decken können. Und Sie haben es zu Recht gesagt, da wo wir neuen Wohnraum schaffen, da ist es ja so, dass die anderen Menschen dann wieder aus ihrem Wohnraum rausgehen. Also da gibt es ja dann einen gewissen Effekt. Also das kann ich Ihnen soweit zusagen, sollte ich Oberbürgermeister werden, dass das für mich ein Ziel ist. Okay, danke. Das ist das Ziel, aber wir müssen natürlich gucken, dass wir da gemeinsam hinkommen, dass alle mitmachen. Vielen Dank. Weitere Fragen? Die nächste Frage kommt von hier drüben. Okay. Mein Name ist Volkmar Weber, sind Manteca. Ich habe eine Frage an Herrn Alexander Bauer. Ich konnte nicht verhehlen, auch bisher, dass mir sehr sympathisch ist, dass das Thema Wohnungsbau stark betont wird, weil ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Thema und auch eine Voraussetzung, auch für die Wirtschaftsentwicklung. Mich würde interessieren, welche Resonanz haben Sie denn erfahren bei den Gesprächen hier in der Gemeinde? Wir haben hier gehört, es besteht Bedarf. Wie wird das Thema insgesamt aufgenommen? Also dieses Thema bewegt die Menschen in allen Ortsteilen. Es kommt natürlich immer auch darauf an, in welcher Generation sich die einzelnen Menschen hier befinden. Die Senioren wollen natürlich seniorengerechte Wohnungen haben, Wohnraum haben.
Und wenn Menschen mit Behinderungen da sind, die brauchen natürlich auch dementsprechend Wohnraum. Dann gibt es natürlich junge Menschen. Also wenn ich mit einem Unternehmen, mit einem Juniorchef da spreche und der mir sagt, und da ist bestimmtes Geld das kleinere Problem wie bei anderen Leuten vielleicht, dass er schon 2 oder 3 Jahre sucht, um hier Wohnraum, einen Bauplatz oder irgendwas zu finden, hier in Weinstadt, dann spricht es eine ganz klare Sprache. Auf der einen Seite ist es natürlich diese Wohn- und Lebensqualität, die sehr hoch ist in dieser Stadt, und das ist ja auch unser Pfund. Aber auf der anderen Seite bedeutet es natürlich auch, wenn wir auf die Einkommensteuereinnahmen gucken, hier wohnen natürlich Leute, die gute Einkommen haben, und das hebt natürlich die Preise, der Markt, ja, das Angebot und was nachher sich an Preis entwickelt. Das sind natürlich Fluch und Segen im Grunde genommen zugleich. Aber dieser Wunsch nach Wohnraum, bezahlbarem Wohnraum, sozialer Wohnungsbau, Mietwohnungsbau und dann behindertengerecht, seniorengerecht, das ist mit die größte, wenn nicht sogar die größte Aufgabe, die ansteht jetzt die nächsten Jahre. Da müssen wir schnell ran. Okay, danke. Hier in der Mitte diesmal. Stehen Sie doch bitte kurz auf, Herr Silbernagel. Vielen Dank. Mein Name ist Klaus Silbernagel. Ich bin Vorsitzender der Sportgemeinschaft Weinstadt. Ich hätte eine Frage zunächst an den Herrn Bauer und an den Herrn Scharmen. Und zwar, wie sieht Ihrer Meinung nach eine sinnvolle kommunale Sportförderung aus in Weinstadt? Bitte schön, Herr Scharmen. Warst du erst Herr Bauer? Ist das wichtig? Sorry. Dann erst Herr Bauer. Wenn die Reihenfolge wichtig ist, dann machen wir das auch so. Auch hier gilt für mich, dass wir eine Konzeption brauchen, auch für die Sportstätten, insgesamt für die Sportförderung, dass wir hier genau und klar aufzeigen. Ich kann mir vorstellen, für die nächsten 10, 15 Jahre hier ein Konzept zu erstellen, natürlich im Dialog mit den Sportvereinen, insbesondere auch der SG Weinstadt, um so etwas aufzustellen, dass wir einfach wissen, wo ist unser Ziel, wo soll es hin, und dass dann auch die Stadt, weil das ist ja bestimmt auch ein Teil Ihrer Frage, natürlich das auch festlegen kann, der Gemeinderat, was tun wir hier von der Haushaltsmittel für die nächsten 10, 15 Jahre in diesem Bereich reservieren. Und wenn es gerade so ist, dann auch ein dickes Lob an die SG Weinstadt. Ich finde es ganz große Klasse, wie hier das realisiert jetzt worden ist mit dem Sportzentrum. Auch das ist eine Form für mich von der Finanzierung her, die innovativ ist. Also nicht immer zu warten, dass die Stadt alles macht. Die Stadt bringt das Grundstück, aber das Finanzierungsmodell, wo da dahinter steckt, herzlichen Dank da dafür, dass das auf den Weg gebracht wurde ist. Und ich kann mir auch vorstellen, dass manches andere Projekt so auch noch realisiert werden kann mit so einem Modell, wobei man muss genau drauf gucken. Außer auf Fundraising-Sache wäre vielleicht auch was. Vielleicht gibt es auch, wenn hohe Einkommensteuer, wenn jeder Weinsteller 1.000 Euro, der es kann, spendiert, dann haben wir eine klasse Sache, dann haben wir eine Halle und Richtung Schwimmbad kommen wir auch rein. Also ganz große Aufgabe der Stadt Weinstadt wird es sein, in den nächsten Jahren tatsächlich eine Sportförderungsrichtlinie zu erstellen, die auch dann einheitlich und die auch überprüfbar ist und die auch vergleichbar ist, dass alle Vereine wissen, was kann man bekommen, welche Pfadbestände werden unterstützt und wie funktioniert das in Zukunft. Also ich möchte da keine einmalige Lösungen, keine Sonderlösungen, sondern ich möchte eine genaue Sportförderungsrichtlinie für alle durchgehen, für alle Vereine. Dann, der Herr Bauer hat es jetzt gerade so schön genannt, Fundraising, ich nenne es Genossenschaftsmodell, das ist vom Prinzip her das Ähnliche. Es gibt ganz viele Projekte in Weinstadt, bei denen man über solche Modelle nachdenken muss. Da geht es los, vielleicht beim Erhalt einer Genossenschaftsgelder, es geht weiter bei einem Schwimmbad oder es kann auch weitergehen bei einem Sportvereinszentrum. Dafür ist es aber auch wichtig, dass die Weinstädter Bürgerinnen und Bürger komplettes Vertrauen in ihre Stadt bekommen und wir mit offenen Karten spielen. Und dann denke ich auch, gemeinsam können wir vielleicht das eine oder andere Projekt umsetzen, an das wir heute noch gar nicht denken dürfen. Ja, warum? Also wie es genau bei der SG Sport gerade aussieht, weiß ich gerade nicht im Moment. Aber allgemein, ich habe selber bin Übungsleiter und Schwimmer. Und habe selbst schon Leistungssport gemacht. Und was mir wichtig ist, das ist, dass sich der Sport nicht immer nur in der Turnhalle abspielt oder in einem Zentrum, sondern dass der Sport in den Alltag integriert wird. Sprich, ich habe zum Beispiel so, wenn es irgendwie geht, ist 6 Kilometer um mich, ist Fahrrad angesagt. Und
solche, oder gerade ich würde mir wünschen zum Beispiel, dass die Eingänge von der Schule, dass die einfach sportgerecht ausgestaltet sind, wie zum Beispiel, dass es einfach verschiedene Treppen gibt, wo man hüpfen kann, wo man balancieren kann und sonstiges, auch in die Kindergärten. Ja, das gibt's, es gibt's. Und Sport, das man muss einfach sehen. Der Sport, ich habe erlebt, dass auch Sport schädlich sein kann. Und zwar, ich war auf dem Übungsleiterlehrgang und ich war entsetzt, dass es 19-jährige junge Menschen gäbe, die haben so lange trainiert, bis das Knie und das Kreuz kaputt waren. Ich war entsetzt. Ja, vielen Dank. Gibt es da Fragen? Ja, schönen guten Abend an die Kandidaten. Fred Nemitz, mein Name aus Weinstadt. Ganz anderes Thema, eher so ein Steckenpferd von Herrn Bauer, aber die Frage geht an alle Kandidaten. Thema Kriminalität. Was werden Sie tun, damit Weinstadt weiterhin sicher bleibt? Wie sieht Ihr Präventionsplan in puncto Einbruch, Diebstahl und Raub und Co. aus? Wer möchte anfangen? Ich glaube, er hat mich. Eigentlich hat er alle gefragt. Aber Sie dürfen gerne anfangen, wenn Sie möchten. Da fühle ich mich irgendwie angesprochen, ich weiß nicht warum. Thema Kriminalität, ganz arg wichtig. Und da geht es bei mir schon los, natürlich aufgrund meiner beruflichen Erfahrung von 24 Jahren im Kriminaldienst. Es gibt nichts, was ich da nicht gesehen habe und weiß auch, wie wichtig es ist, das Sicherheitsgefühl von Ihnen, den Bürgerinnen und Bürgern. Und das ist oft nicht objektiv, aber es ist ein subjektives Sicherheitsgefühl. Und da müssen wir alles tun, dass das auch dementsprechend gewahrt bleibt und es auch weiter, immer weiter auszubauen. Bei mir fängt es an, die kommunale Kriminalprävention. Wenn man Projekte plant, dann muss man mit den Architekten, mit den Planern, mit den Bauträgern, muss man es genau schon so angehen. Es dürfen keine Angsträume entstehen. In keinen Projekten, auch wenn man Wohnbaugebiete dahinter neu realisiert, es darf keine dunklen Decken oder andere Dinge dahinter geplant werden und dann auch umgesetzt. In den Bereichen, wo man jetzt schon Architektur haben und auch Gebäude stehen, müssen wir das natürlich immer mit diesem Blick angucken, wie wir das aufbessern können, wie wir hier Licht, wie wir Transparenz reinbringen können. Sicherheit geht aber für mich auch weiter. Es geht auch darum, dass es endlich mal gelingen muss. Und wegen dem sage ich das auch gar nicht ausdrücklich, weil das ist für mich eine Selbstverständlichkeit, dass unsere Städte barrierefrei werden. Auch das ist Sicherheit, wo man drauf achten muss. Und da geht schon los, wenn man auf dem Wochenmarkt steht und wenn da Kabel über den Weg drüber gehen und die Leute sehe, wie sie mit ihren Rollatoren kaum über diese Kabel drüber kommen, weil sie vom Otto-Müllschlegel-Haus rein wollen zum Remstalmarkt oder an diesem Markt einzukaufen. Das sind für mich Dinge, wo ich einen Blick drauf habe. Also von dem her ist Sicherheit ganz groß zu schreiben und das fängt bei mir auch an in der Prävention, in den Schulen, in den Kindergärten. Da muss man gucken, gibt es verschiedene Dinge. Und dann muss man auch den Leuten das rüberbringen, dass wenn man neu baut, auch wenn man Wohngebiete hier realisiert, dass man gleich von Anfang an auch die notwendige Einbruchstechnik dann auch verbaut. Und das ist oft nicht mehr Geld wie anders. Ich bin ein bisschen mit Blick auf die Uhr. Sie dürfen gerne eingreifen. Herr Scharlein. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob ich jetzt über das Thema Barrierefreiheit reden soll oder über die Sicherheit. Ich fange jetzt mal mit der Sicherheit an, weil da ging ja die Frage auch in die Richtung. Wir müssen uns vorstellen, in Weinstadt hat sich die Zahl der Straftaten an den Bahnhöfen verdoppelt in den letzten Jahren. Ja, das ist ein Gefühl, das sicherlich uns auch alle mit Unbehagen erfüllt und auch die Zahl der Einbrüche sind in Weinstadt auch angestiegen. Das heißt, ganz klar, wir müssen, wenn es auch vielleicht nur ein subjektives Gefühl ist, müssen wir dagegen steuern. Wir müssen, in dem Fall würde ich auch sagen, einen Gipfel machen, in dem man auch wirklich die Polizei mit an den Tisch nimmt und schaut, welche Präventionsmaßnahmen sind in Weinstadt die richtigen, wo sind die Schwerpunkte für die Kriminalität in Weinstadt und wie können wir dagegen vorgehen. Und das ist sicherlich eine Aufgabe, die wir relativ zügig nach der Wahl angehen müssen und dort eben auch den Kontakt mit der Polizei suchen. Ich weiß auch nicht, ob die Polizeireform von Rot-Grün da auch noch was damit zu tun gehabt hat. Auf jeden Fall müssen wir schauen, dass wir wieder das Sicherheitsgefühl, das objektive und subjektive Sicherheitsgefühl nach Weinstadt wieder bekommen. Frau Hohmann. Ein guter
Nachbarschutz ist auch eine aufmerksame Nachbarschaft. Und was ich mir wünsche, das wäre echt, dass der Mann und Frau einladend ist, und zwar nicht für Kriminalität, sondern einfach für die, was dort aus und eingeht. Ganz kurz will der Bauer noch was beitragen. Der Herr Scharmann spricht hier vom Sicherheitsproblem in Weinstadt, das besteht nicht. Da soll er die Zahlen angucken. Das ist nicht der Fall. Und die Polizeistrukturreform im Land Baden-Württemberg hat in der Aufstellung der Polizeiposten und der Polizeireviere keine Veränderung der Hand erbracht. Und von dem her, es gibt hier keinen Wegfall von Polizei in diesem Bereich, was Weinstadt angeht, und wir haben kein Problem. Vielen Dank. Da würde ich natürlich auch gerne nochmal widersprechen, weil diese, in den Bahnhöfen gibt es genau diese Tendenz, und es war vor kurzem Pressemitteilung vom Landtagsabgeordneten Gölle, und genau dort wurden diese Zahlen genannt, dass in Weinstadt sich die Zahl der Straftaten an den Bahnhöfen verdoppelt hat. Gut, also ich denke, Weinstadt ist noch immer kein Schwerpunkt. Das wissen wir natürlich. Wenn wir uns da auf einigen. Genau, und jetzt geht es, genau, festzuhalten, dass hier Weinstadt kein Kriminalitätsschwerpunkt ist. Gibt es weitere Fragen? Ja, hier hinten hätte ich noch eine Frage. Stellen Sie sich kurz vor und dann. Mein Name ist Dieter Frey aus Weinstadt. Wir haben heute sehr viel über Ausgaben gesprochen. Was wollen wir ausgeben, wo wollen wir ausgeben? Aber noch nicht ist die Pointe auf das Thema Einnahmen gegangen. Was wollen wir denn tun, um unsere Infrastruktur zu verändern, um neue Gewerbebetriebe zu erschließen, um Gewerbeunternehmen anzusiedeln, die im Prinzip auch für unsere Kasse über die Gewerbesteuer nützlich werden können? Dankeschön. An wen ging die Frage? An alle Kandidaten. So, also, es gibt für eine Stadt genau zwei große Einnahmequellen. Das ist zum einen die Gewerbesteuer, und die noch größere Steuer ist die Einkommensteuer. Und der Gewerbesteuer hatten wir 2015, einfach, dass man mal eine Zahl weiß, 12,2 Millionen Euro Gewerbesteuer. Und ganz wichtig ist es, um diese Zahlen noch zu erhöhen, zu verbessern, wir müssen die Wirtschaftsförderung in Weinstadt ganz deutlich steigern. Das ist auf den ersten Schritt möglicherweise auch eine Ausgabe, aber für jedes Gewerbe, das wir weiterhin in Weinstadt ansiedeln, bekommen wir Gewerbesteuer, bekommen wir durch Mitarbeiter, die sich möglicherweise dann auch bei uns niederlassen, auch Einkommensteuer. Das ist also für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Viele Kommunen grasen hier in Weinstadt die Märkte ab und gucken, dass sie dann die Wirtschaftsunternehmer abwerben. Und warum können wir das nicht auch machen bei anderen? Also wir müssen gucken, wir müssen unsere Infrastruktur in dem Sinn steigern, dass wir den roten Teppich auslegen, auch für Gewerbetreibende, für hochinnovative Gewerbetreibende, dass wir in Gebieten wie das Birgelareal oder auch anderen Gebieten einfach wieder Gewerbe ansiedeln können. Und das Zweite, die Einkommensteuer. Da muss man einfach wissen, in Weinstadt bekommt für jeden Einwohner ca. 650 Euro Einkommensteuer. Und da gab es ja mal dieses Rechenbeispiel von mir, dass 1.000 Einwohner mehr in Weinstadt bedeutet 650.000 Euro mehr Einkommen. Ganz klar ist, dass die Infrastruktur auch nachgezogen werden muss. Das Geld ist natürlich nachher nicht übrig. Aber wir haben auch noch kleinere Ortsteile wie Strümpfelbach, Schneid oder auch Bosebach. Und auch diese Ortschaften brauchen frische neue Einwohner. Wir müssen gegen den demografischen Wandel ankommen. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir auch in den kleinen Gemeinden wieder kleine, verträgliche Baugebiete ausweisen und somit den Nachwuchs und den demografischen Wandel entgegenwirken. Frau Hohmann, wie wollen Sie Einnahmen generieren? Ich habe vorher schon gesagt, dass man für Gewerbe offen ist und einfach auch gucken muss, ob sie Steuer zahlt oder nicht. Das andere, was mich, es ist so die Tendenz, also wie zum Beispiel in Korb ist ewig lange steht ein Gewerbegebiet, nur ja, ist nicht voll. In Bagdad war es auch ähnlich, dass Gewerbegebiet nicht voll geworden ist. Und was mich stört, das ist, dass es kein Gesamtkonzept gibt. Dass jede Gemeinde versucht, irgendjemand abzuwerben. Oder, ja. Und wenn man quasi viel übrig hat, dann muss man ja immer Ausgleich zahlen. Länderausgleich, Kreisumlage. Und die Frage ist wirklich, ich würde mir ein Gesamtkonzept wünschen, wo einfach die Lebensqualität von den einzelnen
Städte und Gemeinde eine Rolle spielt. Vielen Dank. Herr Bauer, wie würden Sie Einnahmen generieren? Indem ich erstmal dafür sorge, dass die Unternehmen, die bei uns sind, nicht wegziehen. Das ist für mich etwas ganz arg Wichtiges. Und das habe ich in zahlreichen Gesprächen dann jetzt auch mitgenommen. Dass die Unternehmen, die hier sind, die hier gerne sind, die von unserer Infrastruktur auch leben, dass sie sich ein Bein ausreißen werden, würden, bevor sie wegziehen. Nichtsdestotrotz ist es zu einem Aderlass gekommen in letzter Zeit. Und da stelle ich mir die Frage, warum geschieht es in der Weinstadt, dass hier Unternehmen wegziehen müssen? Ich habe es vorher schon angesprochen. Es braucht ein offenes Ohr für die Unternehmen beim Oberbürgermeister und auch in der Stadtverwaltung. Und es geht darum, wenn Investitionen geleistet werden, dass wir unsere Unternehmen unterstützen und erstmal die vor allem auch unterstützen, die bei uns hier sind, dass die nicht wegziehen. Ja, und wie würden Sie das machen? Das ist für mich die erste Pflicht. Und da geht es natürlich darum, dass wir erstens die Sache mit dem Birkel-Areal relativ zügig voranbringen. Das ist auch etwas, was ich mitgenommen habe, dass hier die Information fehlt. Wo stehen wir da eigentlich? Wie geht es weiter? Und dann geht es natürlich auch um weitere Gewerbeflächen. Auch da sind ja noch Potenziale da. Und für mich geht es auch, wenn ich durch die Industrie- und Gewerbeflächen, wenn ich da durchlaufe, geht es auch mir darum, eine Konzeption zu finden, wie sich auch die Unternehmen, die da sind, ist ja immer die Frage, ob sie noch diese Fläche brauchen, wie sie vielleicht vor 30 Jahren gebraucht haben, ob da Möglichkeiten sind, ob da Leerstände da sind. Da müssen wir miteinander drüber sprechen und auch da gilt es, eine Konzeption zu erstellen. Die Unternehmen, die da sind, die müssen wir erstmal halten und dann müssen wir es weiter ausbauen. Und dann geht es erst dran, dass wir mit dem, was hier ist, dann auch werben können, dass weitere Unternehmen zu uns reinkommen. Weil die anderen Kommunen, die schlafen da auch nicht. Weitere Fragen? Ja, klar, natürlich. Und zwar Daimler, Utz, Schneidmann sind alle aus Idee heraus groß geworden. Es waren immer Ideen da. Und deshalb bin ich ganz stark dafür, dass man der Jugend Möglichkeiten gibt, wie sie einfach Tüftler kennen. Und ich würde mir da eine Tüftlerwerkstatt wünschen, wo alle Jugendlichen Zugang haben. Einfach um Ideenreichtum und ja, dass die Jugend einfach ihren Erfindergeist ausprobieren könnt. Dankeschön. Und wenn jemand so quasi geprägt ist, dass er, dann kann er sich nachher immer nur entscheiden, ob er Arbeitnehmer wird oder aber eventuell was Neues gründet. Weitere Fragen? Nur Mut, noch ist Zeit. Noch können Sie Ihre Fragen loswerden. Da habe ich jemand. Okay. Mein Name ist Karl Eier aus Beutelsbach und Bach. Eine Frage, wie halten Sie es mit dem Naturschutz, Klimaschutz und Hochwasserschutz an Herrn Bauer zuerst? Für mich ist der Hochwasserschutz etwas ganz Sensibles. Wir haben ja vorher darüber gesprochen, über das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger und Hochwasserschutz. Das Wasser ist etwas, was in uns Menschen ganz tief sitzt als Angst. Auch wenn wir hier Projekte anpacken, sei es jetzt mit der REMS, wenn es darum geht, das neu zu modellieren, Hochwasserschutz muss ganz oben stehen. Das gilt aber auch genauso wie jetzt zum Beispiel in Strümpfelbach, wo dann dieses Projekt im Schachen realisiert werden muss, dass auch hier der Hochwasserschutz gewährleistet ist. Ich kenne das noch aus der Zeit, aus den 70er Jahren, wo Strümpfelbach komplett überflutet war in einer Nacht. Sowas will ich hier in dieser Stadt nie wieder sehen. Wegen dem ist es ganz arg wichtig, was den Hochwasserschutz angeht, dass wir da dranbleiben und dass wir da auch investieren. Und das andere, Natur und Umwelt, für mich ist das ein Schatz. Den müssen wir hier bewahren in der Weinstadt. Und wir müssen drangehen, auch was den Streuobstwiesenbau angeht, unsere Kulturlandschaft. Da müssen wir miteinander, müssen wir eine Lösung finden. Da ist nämlich auch die Konfliktlinie, auch mit NABU, BUND, Naturfreundin auf der anderen Seite, natürlich auch die, wo diese Kulturlandschaft pflegen, über Jahrhunderte hinweg dann auch sozusagen herübergebracht haben. Und da müssen wir miteinander eine Lösung finden. Weil wir sehen es ja, wenn wir auf die Streuobstwiesen gucken, so kann es nicht weitergehen. Und wenn überall bloß die Brombeere wachsen, dann ist keinem geholfen. Also da muss man ran, da brauchen wir eine Lösung. Dankeschön. Sie sind auch Streuobstwiesenbesitzer. Genau, wir sind auch Streuobstwiesenbesitzer. Also wir sind auch aktiv dann beim Umweltschutz mit dabei. Ich wollte sagen,
in der Stadt Weinstadt. Wir haben auch im Kursbuch 2030 gemerkt und auch durch Rückmeldungen gehört, und wir empfinden sie alle selber, weil wir hier wohnen und hier glücklich sind. Unsere Kultur- und Naturlandschaft ist unser höchster und unser größter Standortvorteil. Und wenn wir diesen uns verbauen würden, das wäre wie ein Schuss ins eigene Knie. Das heißt, wir müssen dort sehr, sehr sensibel damit umgehen, auch bei Ansiedlung neuer Gewerbe- oder Wohnflächen. Das muss immer im Einklang mit dem Naturschutz gehen. Und auch ganz wichtig ist es, es gibt ja gesetzliche Vorgaben, was zum Beispiel Ausgleichsmaßnahmen etc. anbelangt. Wir müssen auch sensibel darauf achten, dass diese Ausgleichsmaßnahmen in Weinstadt durchgeführt werden und so durchgeführt werden, dass sie auch sinnvoll durchgeführt werden. Im Bereich Hochwasserschutz hat der Kollege Bauer ja schon gesagt, wir haben große Projekte im Scharren in Stümpelbach, das unbedingt weiter vorangetrieben werden muss, weil da können wir uns gar nicht leisten, hier nachzulassen. Und wir haben auch im Bereich der Heckermühle, da wollen wir ja im Zuge der Landesgarten- oder interkommunalen Gartenschau ein sehr tolles Projekt realisieren. Und dort soll auch ein Seitenarm geformt werden. Und durch diese Maßnahmen haben wir einen sehr, sehr hohen Schutz, was das HQ 100, also das 100-jährige Hochwasser anbelangt, und können dort sehr, sehr viele Maßnahmen auch durchführen für Weinstadt. Und da müssen wir dranbleiben, das ist ganz wichtig. Wie gesagt, die Natur, wir haben sie nur einmal, und das ist mir sehr, sehr wichtig, dass man auch da danach schaut. Dankeschön. Ja, auch ich habe Obstbaumwiese. Ja, eben. Und zwar, ja, früher war es eine Einnahmequelle, heute ist es ein Hobby, dass man da mal Geld mitbringen muss. Und was ich mir wünsche, das wäre einfach auch ein fairer Preis zwischen Safter und Obstbauern, wenn man gerade im Moment 6 Euro kriegt. Und dass man einfach auch hochwertige Säfte oder Nuschte oder was herstellt. Was ich mir auch wünschen würde, das wäre, was in anderen Gegenden gibt, Apfelfeste. Und dann gibt es nur die Möglichkeit, einfach die Obstbaumwiese weiterzuentwickeln, und zwar mit Permakultur. Das ist eine mehrfache Nutzung von der Landwirtschaft und schafft auch unheimlich viel Lebensraum und gibt auch nur Hochwasserschutz für, ja. Dankeschön. Frau Scharmann, noch mal kurz dazu. Ganz kurz noch was nachsagen. Also auch in Gesprächen mit NABU und BUND und Naturfreunden ist man auch auf ein ganz gutes Projekt gekommen. Wir haben in Weinstadt einen Radschenk, weil wir sehr, sehr viel Weinbau haben. Aber wir haben auch Streuobstwiesen. Und warum schaffen wir es in Weinstadt nicht, auch einen Apfelsaft, einen Weinstädter Apfelsaft zu produzieren, den wir dann vermarkten, und genauso als Ergänzung unseres Produktes nicht nur alkoholhaltige Weingetränke, auch alkoholfreie Apfelsaftgetränke zu vermarkten. Und somit ein ganz breites Angebot, mit dem man auch in Weinstadt punkten könnte, weil es macht einfach unsere Natur- und Kulturlandschaft aus. Weinbau und Streuobstwiesen. Dankeschön. Weitere Fragen? Nur Mut. Hier jetzt gilt es noch. Okay. Ja, mein Name ist Ingrid Handke, ich komme aus Schneid, und leidiges Thema bei uns ist die 30er, gewünschte 30er-Zone in Schneid. Wir haben das Glück, an der Aufstiegsstraße zu wohnen und kriegen also die ganzen Motorradfahrer mit. Inwiefern sind die Kandidaten jetzt bereit, sich für unsere Belange dort einzusetzen? Würde mich interessieren. Vielen Dank. Fangen wir mit Frau Roman an. Ja. Also ich bin selber sehr lärmempfindlich. Man hat im Remstal, also ich kenne das Remstal, da war wirklich in der Nacht Ruhe. Und tagsüber hat es erst später Lärm angefangen. Und jetzt ist es quasi Tag und Nacht, ist immer ein Lärmpegel da. Und ich bin dafür, dass man das einfach akzeptiert, dass quasi die Bürger da wohnen und dass man darauf Rücksicht nimmt. Und deshalb auch gerade vom Motorrad den Lärm, dass das akzeptiert wird, dass man das reduziert. Dankeschön. Herr Bauer? Ich habe es ja vorhin schon gesagt, da wo es möglich ist und wo man es hinkriegt und wo man auch den Konsens miteinander findet, dass es natürlich eine Lösung ist, den Verkehr auf 30 runter zu holen. Das besondere Problem in Schneid sind ja die Motorräder. Ich war ja auch schon ein paar Mal draußen in Schneid und ich habe da auch viele Gespräche schon geführt. Und ich werde am Freitag auch nochmal ein Gespräch mit der Polizei haben und werde auch vieles von den Dingen, die mir hier gesagt wurde, ist nochmal der Polizei dann auch nochmal sagen, weil eins dürfte klar sein,
Wir haben hier den fließenden Verkehr und die Motorradfahrer an sich, so Motorradfahrer können wir nicht verbieten. Aber wir müssen natürlich, wenn wir hier sozusagen Regeln aufstellen und auch Grenzen und Strafen, das muss natürlich kontrolliert werden. Und das muss jemand kontrollieren. Da müssen wir natürlich ein Konzept miteinander finden und auch mit der Polizei, dass wir das hinbekommen. Im Moment wird ja diese Zählung gemacht, wenn ich das jetzt richtig weiß, die läuft gerade noch im Moment. Aber da müssen wir natürlich insgesamt schauen. Und ich denke, das Problem unten auf der Durchgangsstraße in Schneid ist ein ähnliches. Aber da zeigt sich auch die Problematik, wo man da einfach rangehen muss. Auf der einen Seite 50, auf der anderen Seite 30, dann wird geparkt auf der Straße, dann kommen die Autos nicht mehr durch. Und wenn dann 10 Autos an einem Stück stehen, dann gibt man Gas, dass man schnell vorbeikommt, weil man keine Lücke mehr hat. Und es gibt dann diese Geräusche. Und dann überall, nicht bloß ein Weinstädter-Problem, aber auch hier, diese Schachtdeckel mittlerweile, die hier kleppern, weil sie alle ausgeschlagen sind. Also das sind vielfältige Probleme, wo ich gern rangehen würde mit einer Gesamtverkehrskonzeption, wo wir diese Dinge angucken. Aber natürlich, dieses Problem in Schneid ist mir natürlich besonders, aber in allen Ortsteilen habe ich das mitbekommen, dass hier so viel Verkehr mittlerweile ist, wir müssen da was tun und das ganz schnell. Dankeschön. Herr Schaumann, was tun Sie für Schneid? Also da ich ja in der Weinstraße geboren bin, kenne ich natürlich das Problem sehr gut aus erster Hand. Ja, es ist tatsächlich ein sehr großes Problem in der Weinstraße durch die serpentinenartige Fahrweise und durch die große Beschleunigung und Abbremserei haben wir ein ganz großes Lärmproblem in der Weinstraße. Es gibt aber dieses Lärmproblem natürlich nicht nur in der Weinstraße, sondern wenn man nach Eichelberg hochfährt, haben wir das genau dasselbe Problem und in anderen Straßen haben wir auch dasselbe Problem. Ich finde es einen sehr, sehr guten ersten Schritt. Das habe ich auch schon mit dem Landtagsabgeordneten Hausmann schon öfters mal drüber gesprochen. Dieses Thema mit der Lärmzählung, Verkehrszählung, das ist aber nur ein erster Schritt. Und diese 40, die Zone 40, die jetzt vorübergehend zu machen, finde ich auch einen wichtigen Weg. Aber letztendlich sage ich, es hilft nichts, wenn man nur Geschwindigkeiten reguliert, sondern es muss kontrolliert werden und kontrolliert werden. Und da geht es nicht nur darum, dass man jetzt in der Weinstraße kontrolliert, sondern genauso in den Durchgangsstraßen nachts, wenn die Rasereien sind, wenn dann sie stört es nachts nicht, ob da jemand mit 30 oder 50 durch die Hauptstraße fährt. Aber die mit 80, 90 oder 100 mit quietschenden Reifen durch die Ortschaften fahren, das sind die, die sie nachher stören. Und deswegen sage ich, Beschränkung von der Geschwindigkeit ist immer die eine Seite, aber die klare Kontrolle, das ist mir sehr, sehr, sehr wichtig. Und da müssen wir auch in Weinstadt künftig mehr investieren. Das ist einer der wenigen Punkte, wo man dann auch relativ schnell wieder sein Geld dafür bekommt. Und wenn man die Temposünder das eine oder andere Mal erwischt, das spricht sich relativ schnell rum und dann hat es auch schneller ein Ende wie ein reines Tempo 30. Wobei ich da jetzt nicht dagegen bin, aber grundsätzlich sage ich, die Kontrolle ist für mich das A und O. Okay, vielen Dank. Nochmal kurz, Frau Hohmann, dazu. Ja. Früher war es so üblich, dass man miteinander was mitgebracht hat oder miteinander gefahren ist, dass man weniger Autogeber hat. Und ich würde mir wünschen, dass sowas wiederkommt, dass man einfach mehr gemeinsam fährt und nicht jeder allein ist. Okay, vielen Dank. Letzte Gelegenheit, eine Frage zu stellen. Ja? Ja, mein Name ist Norbert König, ich komme hier aus Endersbach und ich möchte erstmal danken für die Beiträge und ich nehme Ihnen allen ab, dass Sie sehr intensiv arbeiten, fleißig in die Lokalprobleme einsteigen und in den Dialog, wie das immer heißt. Ich würde gerne noch mal ein bisschen in eine andere Richtung fragen, bevor wir uns jetzt über Kanaldeckel und so weiter unterhalten. Wo haben Sie Ihre Ideen? 1, 2, 3 Ideen, die großen Linien. Wo soll Weinstadt in 10 Jahren stehen? Worauf soll ich in 10 Jahren stolz sein? Oder warum soll ein Stuttgarter in 10 Jahren nach Weinstadt kommen? Fangen wir mit Herrn Schaumann an dieses Mal. Der Stuttgarter kommt heute schon gern nach Weinstadt, weil er einfach sagt, Weinstadt ist wunderschön und es soll in 10 Jahren noch schöner sein. Wir wollen durch die interkommunale Gartenschau Projekte realisieren, die unseren Standort noch viel schöner machen. Wir haben in 10 Jahren eine so hervorragende Wirtschaftsförderung, dass wir finanziell auch dementsprechend dastehen, dass wir uns Dinge leisten können, die wir uns heute noch nicht leisten können. Und ich bin mir auch ganz sicher, dass wir in 10 Jahren, wenn wir alle in einem Strang ziehen, wenn der Oberbürgermeister es vorlebt, wenn der Gemeinderat in die gleiche Richtung geht und dann die Bürger mitnimmt, dass wir in 10 Jahren ein so tolles Weinstadt haben und das uns alle beneiden, wie vor 20 Jahren schon. Dankeschön.
sieht Ihr Weinstadt in 10 Jahren aus? Weinstadt sieht für mich in 10 Jahren so aus, dass alle hier gerne reinkommen zum Einkaufen, hier ihr Geld ausgeben. Das ist vor allem auch wichtig. Und dass ihr in der Weinstadt, dass wir auch für die eigenen Kinder den Wohnraum hier schaffen können, dass wir hier weiter zusammen wachsen können. Das ist für mich ein Ziel. Und das andere, dass wir hier unsere Unternehmen, dass wir die hier erfolgreich halten, dass wir das weiter ausbauen, dass wir die Flächen entwickeln und dass wir dieses Potenzial schöpfen. Weil die Unternehmen hier diese Infrastruktur und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, es gibt nichts Besseres wie diese Infrastruktur, die hier da ist. Und das weitere Potenzial sind Sie, die Menschen hier in der Weinstadt. Das Ehrenamt, die Tradition, diese Vielfalt, die ich auch die letzten Wochen erlebt habe in dieser Stadt, das ist klasse und das ist unser Potenzial. Und wenn ich dann höre, wenn ich außerhalb bin und mit Leuten spreche und die richtig neidisch auf die Weinstadt gucken, dann ist das ein gutes Gefühl. Und dann ist es wieder so, wie auch vor 40 Jahren, wenn man die Einkaufsstraße hier konzipiert hat, das war ein Leuchtturm und auch damals mit dem Cabrio, das war etwas, wo Weinstadt über die Grenzen hinausgestrahlt hat. Weinstadt in 10 Jahren. Dass Weinstadt zusammenwächst, dass die Bürger sich zwar als zu ihrem Stadtteil gehörig fühlen, aber auch sich als Ganzes betrachtet, als Weinstadt. Und zwar wirtschaftlich, in den Bädern, dass sie sich versteht, dass die Jugend gefördert wird, dass die Streuobstwiese, dass da einfach wieder Kinder rumspringen und trotzdem, dass man ernten kann. Ich wünsche mir auch ein Bildungszentrum, wenn man dorthin kommt, dass es echt freundlich ist. Und ich wünsche mir auch, dass Wirtschaft, Landwirtschaft, dass das einfach und Natur, Landschaft, dass das einfach im Einklang ist. Dass die Straße, also die Bundesstraße, dass die nicht mehr so das ganze Tal durchschallt, sondern dass das einfach wieder auch dort lebenswert ist. Vielen Dank. Wenn es keine weiteren Fragen mehr gibt, da ich noch eine? Bitte sehr, die letzte. Also, Jack ist mein Name aus Beutelsbach, importiert aus Italien. Ich möchte die drei Kandidaten wissen, wie es denn zu einer, also in Weinstadt gibt es genug Fahrradweg, aber es gibt nicht überall. Und vorhin haben wir gehört, dass da gibt viel Verkehr und ein Gesamtplan für Weinstadt Fahrradweg, das würde A, zumindest zu Bundesbach bis Schneid und bis Stümpferbach verbinden und das für ganze Familien, wenn die einen Ausflug nicht außerhalb machen wollen, sondern innerhalb von Weinstadt. Und das, wie stehen Sie dazu, um einen Fahrradweg, gesamte Projekt? Also. Was halten Sie von einem Fahrradplan, einer Planung? Fangen wir mal mit Herrn Schaumann an dieses Mal. Herr Ginko, da treffen Sie mir bei mir ganz offene Türen. Nicht ohne Grund war ich auch dieses Jahr beim ersten Radforum, das in Weinstadt veranstaltet worden ist. Es ist sehr, sehr wichtig, dass wir in Weinstadt die Verkehrswege für die Fahrradfahrer überarbeiten, dass sie sicherer gemacht werden für die Fahrradfahrer, dass wir zum Beispiel Schutzstreifen, Schutzliniengestrichelte auf den Straßen anbringen, dass der Fahrradfahrer mehr geschützt ist. Denn wir merken selber, der Verkehr nimmt in Weinstadt immer mehr und mehr zu. Und wenn wir eine Alternative unterstützen, die auch vielleicht nur 5 oder 6% vom Verkehr von der Straße wegnimmt, dann wäre das ein sehr, sehr großer Gewinn für Weinstadt. Und wie gesagt, dieses Radwegeforum oder Radforum, das jetzt eingeführt worden ist, das würde ich mit Nachdruck unterstützen. Genau, weil die Profis, die Fahrradfahrer, die es in Weinstadt gibt, und da gibt es ganz, ganz viele davon, die bringen ihre Ideen dort ein in dieses Radforum und sagen, von wo nach wo müssen wir Radverbindungen machen, wo sind Gefahrenpunkte in Weinstadt und wie kann man sie vielleicht auch durch ganz, ganz kleine Schritte einfach entschärfen oder beheben. Und das denke ich, das kann man mit einem überschaubaren Mitteln machen. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Beitrag zum Klimaschutz, zur Sicherheit und zum Wohlbefinden der Menschen. Dankeschön. Bitte, Frau Hohmann. Ja, ich selber fahre Fahrrad schon seit
Tal. Und für mich ist das Lebensqualität, Fahrrad zu fahren. An manchen Stellen, also wenn ich jetzt zum Beispiel Fremdsalburg fahre, dann ist, wenn es heiß ist, echt, also wenn Sonne scheint, ziemlich heiß. Was ich. Ja. Also ich kenne die Straße, wo es eure Straße hochgegangen ist und eure runter, und ich bin mit dem Fahrrad hochgefahren. Und vor ein paar Jahren bin ich dann wieder hochgefahren und ich war echt entsetzt. Das ganze Tal ist teilweise die Straße, Häuser, ist zu. Und es gibt eine Hitze. Also, und deswegen würde ich mir so ein Radwegnetz wünschen und dann auch mit begrünt, also mit Bäumen. Vielen Dank. Herr Bauer, ein Fahrradwegeplan für Weinstadt. Ja, ganz, ganz wichtig. Vor allem geht es auch darum, Radwege zu schaffen, die alltagtauglich sind. Es geht nicht bloß darum, sonntags dann sozusagen mit der Familie unterwegs zu sein, sondern natürlich auch unter der Woche dann Radfahren zu können. Und wenn ich das dann mitkriege, am Infostand steht man dann zum Beispiel in Endersbach vor Mack, dass man dann gesagt bekommt, das Herkommen mit dem Fahrrad wäre doch hier allzu schwierig, weil oft ein Flickenteppich in der Weinstadt an Radwegstücken da ist. Aber das miteinander zu schließen, wäre ganz arg wichtig, dass wir hier eine Radwegkonzeption, die müsste natürlich bei mir in eine Verkehrskonzeption dann übergehen. Und insgesamt müssen wir natürlich darüber sprechen, wie wir uns die Mobilität in Weinstadt in den nächsten 20, 30, 40 Jahren vorstellen. Und da gehört natürlich auch wieder zu, darüber sich Gedanken zu machen, auch was das Thema Pedelec angeht, dass man auch hier mobil sein kann und das kann man auch weiter ausbauen. Und das wäre natürlich auch ein tolles Thema für unsere innovativen Stadtwerke, deren Arbeit heute Abend noch nicht gelobt worden ist und das an dieser Stelle auch noch machen möchte. Daher, es geht auch darum, mit Pedelecs einfach neue Formen der Mobilität zu finden hier für Weinstadt und damit auch die Ortsteile miteinander verbinden. Dankeschön. Frau Schaumann, ich wollte nur einen Satz dazu sagen, man sollte sich ja mit Wahlversprechen vor einer Wahl sehr zurückhalten. Ich habe genau eines abgegeben und es hat geheißen, sollte ich zum Oberbürgermeister gewählt werden, kaufe ich mir keinen Dienstwagen, sondern einen Dienstpedelec. Sehr schön. Wenn es nun keine weiteren Fragen mehr gibt, dann möchte ich unseren Kandidaten die Gelegenheit zu einem Schlusswort geben. Und was könnte hier schöner sein als eine Liebeserklärung an die Stadt, in der Sie alle so gern Oberbürgermeister werden wollen? Beginnen Sie mit dem Satz, ich liebe Weinstadt, weil, und ich würde anfangen mit Frau Hohmann. Bitte sehr. Ich liebe Weinstadt, weil... Ich liebe einfach die Landschaft und die Menschen. Ja, und ich möchte, dass das erhalten bleibt. Und ich möchte, dass die Leute gern zusammenarbeiten, zusammenleben und zusammen Freude haben. Vielen Dank. Herr Bauer, Sie lieben Weinstadt, warum? Ich liebe Weinstadt aus dem Grund, weil ich hier aufgewachsen bin, weil ich jetzt wieder zurückkommen möchte mit der Familie, auch das klare Versprechen, wenn ich gewählt werde, dass ich mit der Familie hier nach Weinstadt ziehe. Ich werde zwar kein Pedelec nehmen, aber ein Elektroauto, weil das ist genauso umweltfreundlich. Aber das können wir ja vielleicht dann auch gemeinsam machen. Sie fahren mit dem Pedelec, ich fahre dann mit dem Elektroauto und dann passt es für mich. Und ich habe es vorher schon gesagt, dieses Potenzial in dieser Stadt, wenn ich da von außen drauf schaue, ich komme nicht ohne Grund wieder zurück. Diese Entscheidung war nicht irgendwie leichtfertig. Diese Stadt hat dieses Potenzial, sei es die Menschen, sei es die Natur, sei es unsere Wirtschaft, unser Handel und Gewerbe, da macht es einfach Spaß. Und dieses Ehrenamt, wo in dieser Stadt drinsteckt und diese Vielfalt, es ist einfach toll. Und deswegen freue ich mich darauf, wenn ich zurückkommen darf. Vielen Dank. Herr Schaumann. Ich liebe Weinstadt, weil es mein Leben lang meine Heimat war, mein Leben lang mein Lebensmittelpunkt war, ich mir nie was Schöneres wie Weinstadt vorstellen konnte, deswegen nie den Drang verspürt habe, aus Weinstadt wegzuziehen und dass ich einfach sage, Weinstadt ist das Tollste, was es gibt und dafür möchte ich meine ganze Energie aufwenden, meine ganze Leidenschaft einbringen und Weinstadt fortentwickeln. Und noch kurz was zum Pedelec oder E-Auto. Pedelec, ich finde dem ja natürlich auch gut, es hält einen in Form, weil bei einem langen Oberbürgermeistertag ist es auch gut, wenn man ein bisschen Bewegung hat.
Vielen Dank. Meine Damen und Herren, liebe Kandidaten, damit sind wir am Ende unseres Abends. Ich danke Ihnen allen, dass Sie da waren. Ihnen, meine Damen und Herren, fürs Zuhören und für Fragen stellen. Ihnen, Herr Scharmann, Frau Hohmann, Herr Bauer, dass Sie diese Fragen so geduldig beantwortet haben. Vor allem aber möchte ich nun Sie, liebe Zuhörer, ermuntern, gehen Sie am 9. Oktober zur Wahl und sagen Sie es weiter Ihren Nachbarn, Freunden, Bekannten, Ihren Kindern, die vielleicht keine Lust haben, sagen Sie es und machen es. Und jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend. Kommen Sie gut nach Hause. Tschüss, auf Wiedersehen.